Simon Wolf, ich bin hier bei der Stiftung Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik und ich freue mich, dass ich heute Abend die Diskussion moderieren kann zum Thema Leitkultur, Wettbewerbsfähigkeit, Austeritätspolitik, Innovation und die soziale Seite Europas. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit oder das Ziel, Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ist ja ganz zentral in den Diskussionen um den Umgang mit der Finanz- und Schuldenkrise in Europa und auch heiß umkämpft, wenn es darum geht, die richtigen Antworten zu finden auf die Krise Europas. Das mag auch daran liegen, dass sich mit dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit ganz unterschiedliche Dinge begründen lassen. Austeritätspolitik und Schuldenabbau auf der einen Seite, Strukturmaßnahmen wie die Reform der Arbeitsmärkte auf der anderen Seite oder auch Dinge wie staatliche Innovationspolitik, um die heimische Industrie fit zu machen für den Weltmarkt. Wenn wir also über die Bedeutung von Wettbewerbsfähigkeit und den richtigen Weg dahin sprechen, dann sprechen wir letztlich über die Frage, welches wirtschaftspolitische Modell wir in Deutschland und Europa verfolgen, wie sich das in der Krise ändert und in welche Richtung wir in dieser Hinsicht langfristig gehen wollen. Wir wollen deshalb heute Abend unter anderem fragen, was es bedeutet, dass in der Krise alle über Wettbewerbsfähigkeit reden, warum Deutschland so wettbewerbsfähig ist und andere Euro-Länder scheinbar nicht und ob das am Ende auch zusammenhängt, was die derzeitigen Reformen in der Eurozone dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und welche Rolle dabei Sparpolitik einerseits und Strukturreform andererseits spielen. Wir wollen aber auch fragen, warum wir das eigentlich wollen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ob wir es um jeden Preis wollen. Also anders gefragt, sorgt ein Mehr an Wettbewerbsfähigkeit schon automatisch für sozialen Fortschritt und soziale Gerechtigkeit oder stehen diese beiden Ziele vielleicht manchmal auch im Widerspruch zueinander und müssen gegeneinander abgewogen werden? Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, für die Diskussion zwei spannende und hochkarätige Gäste zu gewinnen, die ich Ihnen jetzt gerne ganz kurz näher vorstellen möchte. Unser erster Gast ist Professor Dr. Michael Hüther. Michael Hüther ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Er war während seiner Laufbahn unter anderem beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hat dort den wissenschaftlichen Stab geleitet. Er war Chefvolkswirt der DK Bank, ist seit 2001 Honorarprofessor an der European Business School in Österreich-Winkel. Seit 2004 ist er jetzt Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und er hat darüber hinaus zahlreiche Mandate in unterschiedlichen Institutionen inne, unter anderem bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und beim Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Herzlich willkommen, Herr Hüther. Unser zweiter Gast ist Lisa Paus von der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Lisa Paus ist Diplom-Volkswirtin, sie ist seit 1995 Mitglied bei den Grünen, war von 1999 bis 2009 Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin. In dieser Zeit war sie unter anderem Mitglied im Fraktionsvorstand und Sprecherin ihrer Fraktion für Wissenschaftspolitik, Haushaltspolitik, Europapolitik und Wirtschaftspolitik. Seit 2009 ist Lisa Paus jetzt Mitglied im Deutschen Bundestag. Sie ist dort Mitglied und Obfrau des Finanzausschusses und Mitglied im Ausschuss für europäische Angelegenheiten. Und ganz entscheidend, sie ist eine derjenigen in ihrer Fraktion, die Debatten zur Eurokrise im Bundestag führt. Herzlich willkommen, Lisa Paus. So, der weitere Abend wird jetzt so ablaufen, dass zuerst Herr Hüther, dann Frau Paus die Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement haben. Dann kommen wir zu einer Diskussion auf dem Podium zusammen. Und am Ende sind wir natürlich auch sehr gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen. Damit gebe ich direkt Herrn Hüther das Wort. Bitte schön. Ja, hallo, vielen Dank für die Begrüßung, meine Damen und Herren. Wir sind gebeten, jeweils so 10, 15 Minuten eine Einführung zu geben. Das bedeutet automatisch, dass das kein umfassende Durchleuchtung sein kann, sondern nur ein Aufriss zu den Fragen, die gestellt sind. Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften, von Unternehmen, schon darüber könnte man ja lang und trefflich streiten. Sie kennen die Krugman-Debatte, ob Volkswirtschaften überhaupt an sich wettbewerbsfähig sein können oder ob das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit dafür trägt. Grob gesprochen würde ich sagen, geht es darum, dass in einer Gesellschaft die Beschäftigungswünsche, die artikuliert werden, auch realisiert werden können, zu einem Einkommen, das ebenfalls den Wünschen und den Vorstellungen in dieser Gesellschaft entspricht. Wenn man in einem globalen Zusammenhang ist, heißt das, dass man also dieses auf einer Seite der Wirtschaftsstruktur so unterlegen muss, dass man halt mit diesen halt nicht autarken, sondern international vernetzten Aktivitäten erfolgreich ist. Das heißt, andere in der Welt findet, die bereit sind, die Produkte und Dienstleistungen entsprechend zu erwerben. Wenn man zweitens zur Kenntnis nimmt, dass die höchste Armutsgefährdungsquoten bei denjenigen liegen, die arbeitslos sind, dann ist gleichzeitig
sich das Ziel von Wettbewerbsfähigkeit, Armutsgefährdung über diesen Weg zu verringern und möglichst weitgehend nach unten zu bringen. Nun, die Fragen, die damit verbinden, insbesondere auf die europäische Situation, haben wir viel zu tun mit dem Geschäftsmodell Deutschland, das in den letzten Jahren, oder würde man sagen, in den letzten 10 Jahren eine deutliche Bewertungsveränderung erfahren hat. Wir haben im IW 1998 eine Studie vorgestellt, die der Frage nachgegangen ist, wie Industrie und Dienstleistung zusammenwirken. Und ob das klassische Argument oder das Bild der Deindustrialisierung stimmt, dass der Verlust von Industrie die Gegenbuchung zum Gewinn der Dienstleistungssektoren ist. Und das, was wir herausgefunden haben für die deutsche Volkswirtschaft, ist, dass es so nicht stimmt, sondern dass das Miteinander, gewendet im Begriff der Tertiarisierung, den wir deswegen auch verwenden und nicht den der Deindustrialisierung, also eine Stärkung von Dienstleistungsaktivitäten, aber um diesen industriellen Kern herum. Was eigentlich hochspannend ist, dass man feststellt, trotz hochglobaler Arbeitsteilung, europäischer Integration über 60 Jahre, wir gerade durch die Krise eine Differenzierung der volkswirtschaftlichen Geschäftsmodelle, wenn ich das mal so nennen darf, erfahren. Wenn Sie sich anschauen, in Deutschland ist der Industrieanteil bei 25%, Präter Propter. Er war 1970 bei 40%. Wenn Sie Frankreich daneben halten, haben die heute gut 10%. Aber sie waren 1970 auch nur bei 25%. Das heißt, es war nie vergleichbar industrialisiert. Großbritannien war annähernd vergleichbar industrialisiert, liegt heute bei einem Industrieanteil von 12-13% nicht sehr viel ausgeprägter als Frankreich. Und ich führe das an, weil wenn man näher fragt, warum diese Unterschiede so sind, man nach meiner Analyse das nur beantworten kann, wenn man bis in das 19. Jahrhundert und die Bedingungen der Industrialisierung hineingeht, nämlich die Frage sich näher vorlegt, wie es denn, zu welchen Industrialisierungsmustern es gekommen ist. Und die sehen Sie ganz in langer, also als Historiker, der ich ja auch bin, in Fahrtabhängigkeiten nachwirken bis heute. Frankreich, 19. Jahrhundert spät industrialisiert, geprägt durch die Kontinentalsperre und immer zentralistisch von Frankreich aus strukturiert. Das heißt, Arbeitsteilung findet da ganz anders statt. Sie hat nicht diese kleinräumige Unterlegung. Auf der anderen Seite Deutschland, kleinstaatlich strukturiert, die 36 Staaten des Deutschen Bundes, kleinräumige Wirtschaftskreisläufe, die sich entwickeln, viele räumliche Verdichtungen. Und wenn Sie sich dann anschauen, die Verkehrsinfrastruktur, auch hochspannend, Verkehrsinfrastruktur Ende des 19. Jahrhunderts, 10% der weltweit ausgelegten Eisenbahnschienen lagen im Deutschen Reich. Das heißt, sie konnten mehr oder weniger in jede Region dieses dann staatlichen Gebildes ab 1871 erreichen. Sie konnten Arbeitsteilung effizient organisieren, Grundstoffproduktion dort organisieren, wo sie denn anfiel, auch Energieproduktion entsprechend dieses zuführen. Und es war relativ leicht möglich, sozusagen in diesem Raum wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Und wenn Sie sich das Land Nordrhein-Westfalen mal beispielhaft anschauen, dann haben Sie da heute klassische Industrieregionen, die haben wir vor ein paar Jahren altindustriell beschrieben, aber im Kern sind es Industrieregionen, die in ihrer Entstehungsgeschichte in diese Phase des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Sie haben Unternehmen, auch das ist kennzeichnend für Deutschland im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien, ich nehme nur mal diese beiden, um das zu stilisieren, mit einer Unternehmensgeschichte von häufig 200 Jahren. Automobilzulieferer in Deutschland, Olpe in der Ecke da hinten, 225 Jahre und älter. Und wenn Sie fragen, was ist das Erfolgsrezept, dann ist die Antwort, wir machen dasselbe wie damals, wir biegen Metall. Nur für andere Anwendungen. Warum führe ich das an? Weil ich das persönlich immer ganz spannend finde, zu verstehen, warum bestimmte Strukturen heute so sind. Und ein Teil der Erklärung liegt nicht in dem, was wir 2000 gemacht haben oder 1995, sondern ein Teil der Erklärung liegt in den langen Faden, in der Longue Durée, wie die Historiker das auch mit Bezug auf die französische Geschichtsschreibung, Brodel und anderen im Grunde entsprechend bewerten. Das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Und dann kann man natürlich auch sozusagen Dinge vielleicht in der Vielfalt kleinräumiger Wirtschaftsstrukturen anders verstehen, die heute in der Form nachwirken, wie wir sie woanders in Europa nicht kennen. Das Zweite ist, wir erleben aber auch, dass Industrialisierungsnachteile nicht aufgeholt werden können. Frankreich hat seinen Industrialisierungsnachteil, wenn man ihn einfach mal so bewerten, das ist jetzt eine Norm, nie aufgeholt. Aber Großbritannien hat seinen Industrialisierungsvorteil verloren und ist nicht mehr in der Lage, ihn zu kompensieren.
Und das Spannende ist, und das führt mich zu der heutigen Struktur, wenn Sie sich zu den 25% noch klar machen, die originär in der Industrie erwirtschaftet werden in Deutschland, kommen noch etwa 10% Wertschöpfung gesamtwirtschaftlich dazu, die in den Dienstleistungsbranchen nur deshalb entstehen, weil die Industrie netto so viel Nachfrage dorthin leistet. Das heißt also, die Ausstrahleffekte der Industrie liegen dann bei weit höher und wir sind bei einem Anteil von 35%. Dieser Verbundanteil ist beispielsweise in Frankreich viel niedriger, liegt bei 5%. Und das ganz Spannende, in Großbritannien ist er negativ. Was heißt das? Wir haben dort sozusagen separierte Strukturwandelprozesse zwischen Industrie und Dienstleistung. Sie haben in Großbritannien eine auf das Finanzsystem und sozusagen durch den Tod von Margaret Thatcher ist das ja alles nochmal aufgearbeitet worden, durch die Entscheidungen der späten 70er und der 80er Jahre, eine forcierte, in der Tat, Deindustrialisierung und eine forcierte Dienstleistungsentwicklung, die aber separat voneinander sind. Und was all dies nur, deswegen fürchte ich, das zunächst einmal andeutlich macht, ist, es gibt nicht das eine Erfolgsmodell, es gibt unterschiedliche Wege. Und die Frage ist, in welchem Rahmen schafft man es besser, die Beschäftigungswünsche, die in einer Volkswirtschaft vorhanden sind, zu erfüllen und damit auch die Einkommensansprüche, die artikuliert werden. Im Augenblick scheint das bei uns ganz gut zu funktionieren. Meine These ist, dahinter stehen viele Voraussetzungen, dieser lange Fahrt, aber auch die Bemühungen der deutschen Wirtschaft in den 90er Jahren, insbesondere 95 bis 99, durch die Nutzung von Auslandsstandorten Kostenstrukturen zu etablieren, die eine höhere Wettbewerbsfähigkeit im Sinne einer Exporterfolgssituation erbringen. Wir haben einen Rückgang pro Exportgut der inländischen Wertschöpfung, weil wir mehr Zulieferungen aus dem Ausland beziehen. Aber in der Summe, das Exportvolumen ist überproportional angestiegen und dass der Mengeneffekt überkompensiert den Struktureffekt, sodass wir heute mehr Wertschöpfungsimpulse insgesamt durch den Export haben, nicht durch einzelne Güter, insgesamt und entsprechend Anstieg der Erwerbstätigkeit, der vom Export abhängt. Damit haben wir auch dann natürlich Kostenstrukturen zu tun, Veränderungen im regulatorischen System der sozialen Sicherung des Arbeitsmarktes und eine seit 1997 von den Tarifvertragsparteien gemeinsam getragenen beschäftigungsorientierten Lohnpolitik, die ja auch, wenn man mal die aktuellen Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie nimmt, unter gleichen Vorzeichen stehen. Also wenn Sie mal die Bandbreite zwischen Forderung und Angebot, wird das im Ergebnis wiederum ein mehr oder weniger beschäftigungsorientierter Abschluss sein. So, die Frage, die sich dann ableitet und die Sie mit aufnehmen, was heißt das jetzt für Europa? Europa geht dann immer relativ mechanisch vor. Der Lissabon-Prozess, 2000 aufgesetzt, hatte das Ziel, diese Europäische Union zur wettbewerbsfähigsten, wissenbasierten Region der Welt zu machen. An vielen Indikatoren, so wie man das planerisch macht, das hat nicht wirklich funktioniert. Die Indikatoren waren so vielfältig, über 100, dass das auch politisch gar nicht umsetzbar war. Also insofern haben wir zunächst mal von diesem Ziel aus eher einen fragwürdigen Befund. Jetzt auf einmal dreht man um auf das Thema Industrie. Selbst die britische Regierung spricht von einem Reindustrialisierungskonzept. Und dann stehen wir vor der Frage, kann das eigentlich funktionieren? Kennen wir wirtschaftshistorische Beispiele für solche Reindustrialisierungsprozesse? Und eigentlich nicht wirklich. Nicht wirklich. Außer wir betrachten die Entwicklung in den neuen Bundesländern, wenn wir Thüringen, Sachsen nehmen, wir haben dort einen Industrieanteil in Thüringen, wieder noch in Sachsen, der in etwa dem durchschnittlichen Industrieanteil der alten Bundesländer entsteht, die ja sozusagen diesen Bruch nicht hatten. Das ist eigentlich ganz spannend. Mit all den Nachteilen, die noch vorhanden sind, viel kleinteiliger die Struktur, weniger international, weniger Headquarter-Funktionen, als das in den alten Bundesländern der Fall ist. Aber das ist sozusagen ein Entwicklungsprozess. Aber der Anteil, wenn man das nochmal misst an der Diskussion, die wir Anfang der 90er Jahre hatten, ich war damals beim Sachverständigenrat gerade angefahren, die Frage nämlich, wie wird die Wirtschaftsstruktur der neuen Bundesländer entwickeln sein, dann haben wir in der Tat einen Reindustrialisierungsprozess, der aber natürlich auch angeknüpft hat an industrielle Erfahrungen und Traditionen. Was die deutsche Wirtschaft, wenn man das nochmal im Kern beschreibt, eigentlich erfolgreich kann, ist eine Kombination aus Kosten- und Innovationswettbewerb. Also gleichermaßen kosteneffizient zu sein, aber sich Preissetzungsspielräume zu erarbeiten durch Qualitätsvorsprung und vor allen Dingen durch kundenorientierte Differenzierung.
Und das ist genau das Erfolgsrezept der Kombination von Industrie und Dienstleistung. Wenn Sie heute eine deutsche klassische Industrieware schauen, ist es kein Produkt mehr, sondern es ist eigentlich eine Dienstleistung, es ist ein Leistungsversprechen. Sie kaufen keine Lampe, Sie kaufen Beleuchtung. Sie kaufen keine Klimaanlage, sondern Sie kaufen sozusagen eine Ausstattung Ihrer Produktionsstätten mit entsprechenden klimatechnischen Möglichkeiten und so weiter und so fort. Es wandelt sich hin zu einer Dienstleistung. Das heißt, dass die Produkte sehr viel stärker auf die Bedingungen der einzelnen Kunden hin konfiguriert werden, bis hin zu was wir in dem Fachjargon hybride Wertschöpfung nennen, also zu der Entwicklung von Produkten, in die der Kunde gleich mit eingebunden ist. Das sichert Ihnen Marktposition, schafft Ihnen dann das, was man Hidden Champions Position nennt oder Marktnischen. Und es gibt keine Volkswirtschaft der Welt, die so viele Marktführer hat. Es gibt seit ein paar Jahren einen Kongress in Schwäbisch Hall, wo man wirklich nicht leicht hinkommt, aber der hat Überschrift Weltmarktführerkongress. Und es gibt auch keine Region, wo es so viele Weltmarktführer gibt. Und das Geheimnis ist in der Tat die Vernetzung, noch einmal, was ich ganz am Anfang sagte, von Industrie und Dienstleistung. So, die Frage für Europa ist jetzt nicht, das deutsche Modell zu exportieren, sondern im Verständnis dieser Fahrtabhängigkeiten dort anzusetzen, wo man mit den Wirtschaftsstrukturen steht, also mit den Vorteilen, die man sich erarbeitet hat. Und wenn ich mir dann die Veränderung beispielsweise der realen Exporte anschaue, dann ist das durchaus etwas mutmachend. Und das kontrastiert natürlich stark mit der katastrophalen Situation, die wir am Arbeitsmarkt in den südlichen Ländern haben. Werden wir gleich noch vielleicht darüber diskutieren. Weil wir ein Doppelproblem haben. Es hat sich sozusagen das bisherige Wirtschaften, beispielsweise Immobilienboom in Spanien, als nicht tragfähig erwiesen. Die hohe Konsumneigung in Portugal und Griechenland ebenfalls nicht. Wir haben also eigentlich eine Unterinvestition oder eine Fehlallokation von Kapital. Und das ist nun in einer Krise typischerweise dann immer etwas, was aufgedeckt wird. Und das ist nun aufgedeckt worden und daraufhin gibt es einen Anpassungsbedarf, den man auch nicht wegreden kann. Auch nicht mit viel Geld, das hat noch nie funktioniert. Insofern ist das eine ziemliche Durststrecke und die Frage ist, was funktioniert? Wenn sich die Arbeitslosigkeit im Baskenland anschauen, dann ist die halb so hoch wie in dem sonstigen Spanien. Baskenland, was dort passiert, war immer schon wirtschaftlich relativ erfolgreich. 1988 eine Studie gemacht über die Frage, warum das Berufsbildungssystem nicht funktioniert. Man hat sich angeschaut, hat die Unternehmen befragt und Beschäftigten, da kam raus, das war ein Berufsbildungssystem, was sozusagen außerhalb der Unternehmen stattgefunden hat. Und die haben Leute im Grunde ausgebildet, nicht bezogen wirklich auf die Bedarfe. Und dann hat man begonnen zu lernen aus dem deutschen Modell, es gibt also schon solche Hinweise, was funktionieren kann, also eine wertschöpfungsnahe Ausbildung, wie ich das nenne, die duale Berufsausbildung, die ja nicht über die Schule läuft, sondern über das Unternehmen, wo man sich um den Ausbildungsplatz bemüht und von daher dann die ergänzende Unterstützung und Begleitung durch die Berufsschule hat. Das macht die Sache erfolgreich. Und das ist vor 20 Jahren in Deutschland auch noch anders diskutiert worden, das darf man auch alles nicht vergessen. Aber und das finde ich ganz spannend, dann zu sehen, wie dieses funktioniert, dass wir dann dort in der Summe auch etwas anderes an Voraussetzungen erleben. So, insofern ist das eine schwierige Gesamtsituation, die einfach auch eine gewisse, da sind wir uns auch im ökonomischen Diskurs einig, Zeit bedarf, das ist nicht einfach, es gibt keinen Hebel, es gibt auch keinen Heldennotausgang für irgendetwas. Entscheidend ist nur, dass das, was die deutsche Wirtschaft leistet, deutsche Volkswirtschaft, über ihren Exporterfolg auch in den anderen Ländern ankommt. Wenn der deutsche Export um 10% ansteigt, steigen die Vorleistungsexporte der europäischen Partner nach Deutschland um 8-9% an. Das ist der Mechanismus, über den Einkommen, über die Exportposition der deutschen Volkswirtschaft nicht nur hierher, sondern über die Vorleistungsbezüge in die anderen europäischen Volkswirtschaften gebracht wird. So bilden sich auch Wertschöpfungsketten aus, die zukunftsfähig sind. Und das ist aus meiner Sicht das, worauf man Wert legen muss, durch entsprechende Infrastrukturvoraussetzungen, die im Bereich der Bildungsinfrastruktur, der materiellen Infrastruktur liegen. Aber da werden wir sicherlich in der Diskussion nochmal drauf kommen. Und ich bin jetzt auch schon, glaube ich, 2 Minuten über meine Zeit. Aber um den Punkt sozusagen zu ziehen, die These ist, dass wir den anderen in Europa, den Partnern in Europa,
einen positiven Impuls setzen über das, was wir jetzt gerade tun. Wir würden es nicht tun, auch das sage ich, um die Diskussion gleich in einem Punkt zu markieren, indem wir uns selbst schwächen. Übrigens eine Diskussion, die es auch nur in Deutschland gibt. Die würde es nie in Frankreich geben, nie in Spanien. Nie käme dort einer auf die Idee, man müsse sich selbst schwächen, damit es anderen besser geht, sondern wir leisten unseren Beitrag über diesen Erfolg und über die Einbindung in diese europäischen Wertschöpfungsketten. Das ist die Mechanik, aber Zeit braucht es allemal. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Das ist gesellschaftlich und politisch die zentrale Herausforderung. Vielen Dank soweit. Ja, ich glaube, wir werden was zu diskutieren haben, obwohl ich jetzt sozusagen Ihren langen Tendenzen und so weiter, ne, was sozusagen Entwicklung der Industriekultur in Deutschland angeht, erstmal vollumfänglich zustimmen möchte. Ich möchte auch nochmal betonen, dass ich das auch tue vor dem Hintergrund, ich bin in einem mittelständischen Unternehmen aufgewachsen. Das ist bis heute existent und hat bis heute einen Exportanteil von 70-80%, je nachdem wie die Jahre gerade so sind. Ist im Bereich Bergbaumaschinen. Also von daher kenne ich gerade diesen industrieexportorientierten Bereich in Deutschland sehr wohl und weiß auch sozusagen um das Thema Entwicklung, Qualität und so weiter und so weiter. Trotzdem reden wir heute über das Thema Wettbewerbsfähigkeit, aber eigentlich ist ja die Klammer das Thema Eurokrise und von daher steht ja so ein bisschen im Raum und damit haben Sie ja auch quasi implizit oder en passant am Ende geendet, dass tatsächlich der eigentliche Schlüssel zur Lösung der Krise eigentlich eine insgesamt stärkere Wettbewerbsfähigkeit ist, die sich doch, auch wenn man es nicht eins zu eins übersetzen kann, doch aber relative Qualitätsanteile oder relative Erfolgsmerkmale sozusagen der deutschen Tradition übernimmt. Insofern tatsächlich Leitkultur, deutsche Wettbewerbsstrategie doch etwas ist sozusagen, was sich Europa zu Herzen nehmen sollte. Also wie ist das mit der deutschen Leitkultur? Taugt die tatsächlich als Lösung für die Europäische Union? Dazu möchte ich eine Antwort in 7 Schritten geben und auch tatsächlich anfangen beim Thema, was macht eigentlich die deutsche Wettbewerbsfähigkeit aus? Die lange Linie hat Herr Hüther richtig beschrieben und auch wenn man sozusagen die normale Wirtschaft fragt in Deutschland, ne, warum ist Deutschland so wettbewerbsfähig, dann wird sie immer sagen, natürlich, weil wir eben so gute deutsche Ingenieure und Ingenieurinnen haben. Aber ich glaube, Herr Hüther, Sie werden mir nicht widersprechen, dass wenn man Ihre Zunft fragt, die ich ja zumindest auch mal studiert habe, dann würden jedenfalls alle sagen, für die Jahre ab 2000 und auch vorher sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg war für Deutschland Qualität natürlich auch wichtig, aber ganz entscheidend für das Thema Wettbewerbsfähigkeit war auch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und die hing ganz zentral damit zusammen mit der traditionellen Lohnzurückhaltung der deutschen Gewerkschaften. Das hat dann nach der Wiedervereinigung etwas Verwerfung gegeben wegen der Finanzierung der Wiedervereinigung und damit eben gestiegenen Abgaben und gestiegenen Staatsschulden. Aber das ist dann eben mit 2000 herum durch die Steuersenkungen damals von Rot-Grün und dann der Agenda 2010 entsprechende sozusagen auch Reallohnsenkungen und weiterer Lohnzurückhaltung, war es dann eben so, dass die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft tatsächlich ihre Wettbewerbsfähigkeit hauptsächlich nicht über das noch bessere Produkt, sondern über einfach eine preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurückerlangt hat. Es gab damals im Vorfeld Diskussionen in Deutschland und auch international vom Krankenmann, also Deutschland als kranker Mann Europas. Da ging es nicht nur um das Thema, man reißt da die Maastricht-Kriterien, sondern da ging es eben auch darum, dass festgestellt wurde, Deutschland ist zwar stark, hat eine ganze Menge von Hidden Champions auch damals schon gehabt, Marktführer im Bereich Hochtechnologie, aber wenn man sich die Cluster so anschaut, die Branchen, dann hat Deutschland doch ein sehr starkes Problem im Bereich Spitzentechnologie. Da sind einige sozusagen Pfade nicht gemacht worden und da hat man eigentlich Schwierigkeiten. Man müsste eigentlich wesentlich stärker in Innovation und Forschung investieren. Und auch bis heute ist es eben so, dass entsprechende Zielmarken, was das jährliche Investitionen in Innovation und Forschung angeht, von Deutschland gerissen werden. Und auch heute ist es noch so, dass im Bereich Bildung, wenn man sich den OECD-Durchschnitt anschaut, wenn man den ganzen Bildungsbereich insgesamt nimmt, Deutschland 20 Milliarden Euro pro Jahr eigentlich mehr ausgeben müsste.
So, also damals wurde das diskutiert. Es wurde sich dann politisch sozusagen für diesen Preissenkungsweg entschieden. Mit entsprechend, und das war auch dann tatsächlich so, Deutschland war dann preislich eben sehr wettbewerbsfähig, hat dann tatsächlich Lohnstückkosten gehabt, die sich deutlich günstiger aus Wettbewerbsgesichtspunkten entwickelt haben als alle anderen europäischen Länder. So, und das hat eben mit dazu beigetragen, dass Deutschland eben seitdem Jahr für Jahr wieder Exportweltmeister geworden ist und momentan nicht nur relativ Exportweltmeister ist, sozusagen international, sondern tatsächlich auch absolut höhere Exportüberschüsse hat zurzeit als zum Beispiel China, also auch sozusagen in absoluten Zahlen weltweit das Land ist mit den größten Exportüberschüssen. So, und die Frage ist ja, ist das jetzt eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache? Ich sage, in Bezug auf die Europäische Union ist das aus grüner Sicht aus zwei Dingen nicht gut. Zum einen, weil diese vor allen Dingen Strategie auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit und auch Sonderregelungen für die Industrie seinen Preis hat, auch aktuell. Auch aktuell ist es eben so, dass Deutschland wegen dieser starken Industrie in Deutschland auf der europäischen Ebene alles blockiert, was in Richtung mehr Klimaschutz geht, was in Richtung stärkere Vorgaben im Bereich Chemie, im Bereich Automobil, in diesen zentralen Maschinenbaubereichen Deutschlands liegt. Da werden immer wieder Verordnungen vorgelegt und es ist Deutschland, die in dem Bereich zentral bremst, mit dem zentralen Argument, das schadet der deutschen Industrie. Der Emissionshandel ist praktisch außer Kraft gesetzt worden, mithilfe der Bundesregierung, weil das eine zu starke Belastung wäre für die deutsche Industrie. So, also deswegen sage ich, wenn man eben nicht in dieser Wachstumssackgasse landen will, sondern wenn man auch in der Perspektive erfolgreich sein will, dann muss Deutschland wieder stärker weg von dem Thema Preiswettbewerb und wieder stärker hin in den Bereich Innovation und Forschung. Und deswegen braucht es da eine entsprechende Umkehr. Ohne mehr Geld, auch öffentliches Geld in öffentliche Investitionen, wird es nicht gehen, weil das ist auch empirisch ziemlich klar, dass private Investitionen in Innovation brauchen auch einen stärkeren öffentlichen Anteil. Nur in der Kombination sozusagen zwischen öffentlicher Wissenschaft und Forschung ist es dann auch möglich, die entsprechenden privaten Mittel zu akquirieren. Und der andere Punkt ist tatsächlich einfach rein logisch, wenn der eine einen Exportüberschuss hat, dann muss der andere ein Exportdefizit haben, also einen Importüberschuss. Wo der eine im Plus ist, muss jemand anders im Minus sein. Und Herr Hüther, Sie hatten jetzt von einem Multiplikator gesprochen, dass wenn Deutschland starke Exporte hat, dann zieht das natürlich auch Zulieferer nach. Das ist richtig, aber trotzdem ist für das Thema Wettbewerbsfähigkeit am Ende die Nettozahl entscheidend. Und netto ist es eben so, dass Deutschland Nettoüberschüsse hat und andere Länder eben Nettodefizite haben mit entsprechenden negativen Wirkungen zurück auf ihre Wirtschaft. Um noch die aktuelle Zahl zu nennen für innerhalb der Europäischen Union, da ist es eben so, laut jüngsten Zahlen der Deutschen Bundesbank hat Deutschland in den letzten 3 Jahren einen Leistungsbilanzüberschuss von 6,5% des Bruttoinlandsproduktes gehabt. Eigentlich gibt es seit knapp 2 Jahren ein entsprechendes neues Verfahren auf EU-Ebene, das anschaut, dieses Thema Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite und eigentlich festgelegt hat, 3% sollte dauerhaft nicht überschritten werden. Wenn ein Land dauerhaft Leistungsbilanzdefizite hat von mehr als 3%, dann wird ein Sanktionsverfahren in Gang gesetzt. Das Gleiche sollte es eigentlich auch für Überschüsse geben, hat Deutschland verhindert. Deutschland liegt jetzt doppelt so hoch, als sozusagen der eigentliche Interventionspunkt wäre. Also Deutschland hat jetzt Leistungsbilanzüberschüsse von 6%. Eigentlich gibt es einen europäischen Common Sense und auch einen ökonomischen, dass dauerhaft 3% schon eine schwierige Marke sind. So, jetzt nochmal das pure deutsche Eigeninteresse. Das war jetzt sozusagen ja fast eher moralisch argumentiert. Den anderen geht es schlechter, wenn wir sowas machen und die können nicht automatisch das machen, was wir machen. Dazu komme ich gleich nochmal.
Warum ist es aber auch im deutschen Interesse, dieses Modell dauerhafte Exportorientierung in der Perspektive zu verlassen? Nicht nur, weil das für Binnensektoren nach wie vor schwierig ist, die dann eben dauerhaft schlecht bezahlt sind, wie in Deutschland zum Beispiel der Gesundheitsbereich oder der Bildungsbereich, sondern, das lässt sich auch inzwischen noch nachvollziehen mit Zahlen, die deutsche Exportorientierung hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass das Vermögen vernichtet worden ist. Weil deutsche Exportüberschüsse bedeuten ja, dass man eigentlich dafür Geld bekommt, wenn man dauerhaft hohe Exportüberschüsse hat, an jemanden exportiert, der es aber dauerhaft nicht bezahlen kann, dann ist es eben so, dass man für seine Forderungen dann am Ende kein Geld bekommt. Und dazu gibt es eine Analyse zum Beispiel des IMK. Die haben ausgerechnet, dass zwischen 1999 und 2012 270 Milliarden Euro tatsächlich verloren gegangen sind. Auslandsvermögen, was eben heute nicht mehr existiert, von 1999 bis 2012. Also Waren im Wert von über einer Viertelbillion wurden also verschenkt, weil die Handelspartner zahlungsunfähig geworden sind. So, und da die Krise sich momentan nach wie vor nicht zusammenentwickelt, sondern weiter auseinander, kann man sich vorstellen, welche weiteren potenziellen Vermögensvernichtungen da möglich sind. So, deswegen erstes Fazit. Deutschland sollte, und davor warnt übrigens auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Ich plädiere jetzt nicht dafür, dass Deutschland weniger exportieren sollte, aber ich spreche dafür, dass Deutschland einen gleichgewichtigeren und nachhaltigeren Entwicklungspfad einschlägt und auch ein stärkeres Augenmerk auf das Thema Innovation und Forschung legt, insbesondere natürlich auch in den für uns Grünen interessanten Bereichen, also Stichwort Energiewende, aber auch ansonsten der Aufarbeitung des Investitionsstaus im Bereich Infrastruktur auf allen Ebenen, insbesondere auch kommunal. So, jetzt nochmal zu den südeuropäischen Ländern. Warum ist das für die auch nicht so einfach, das deutsche Modell zu adaptieren, wie es gerne auch im Bundestag immer wieder anempfohlen wird? Die Krisenstrategie geht deswegen nicht auf. Die Lohnanpassung, die ist zwar in vollem Gange. Tatsächlich ist es so, dass in Griechenland, in Spanien und in Portugal die nominalen Lohnstückkosten sinken und damit eigentlich auch die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Bisher ist aber die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder gemessen an ihrer Inflationsrate nicht gestiegen. Das liegt vor allem an den steigenden Energiepreisen, können aber auch daran liegen, dass die Unternehmen die gesunkenen Kosten nicht an die Verbraucher weitergeben. Und das machen sie deswegen, nicht einfach, weil sie so tolle Gewinne machen wollen, sondern weil sie jetzt erstmal in der Notwendigkeit sind, mit den Gewinnen auch ihre Schulden abzubauen. Das heißt also, in diesem Fall kommt zur staatlichen Austerität noch eine private dazu. Da gleichzeitig die Preise nicht sinken, können die Länder das nicht durch einen Zuwachs beim Exportüberschuss ausgleichen. Und im Ergebnis landen wir dann in einer Schrumpfungsspirale, in der die Länder gerade festhängen. Die Kreditzinsen für kleine und mittlere Unternehmen zwischen Deutschland, Frankreich einerseits und Südeuropa, also zum Beispiel Spanien, Italien andererseits, laufen deutlich nach wie vor auseinander, auch wenn das sozusagen aus den Top-Nachrichten ein bisschen draußen ist. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind aber auf Bankkredite angewiesen, weil sie sich eben weniger über den sonstigen Kapitalmarkt finanzieren können. In Spanien zum Beispiel haben die kleinen und mittleren Unternehmen einen Beschäftigungsanteil von 67%, in Italien von 80%. Und die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, die sinken zwar, in Deutschland führen sie auch zu sinkenden Zinsen für den Mittelstand, aktuell ungefähr 3,5%, aber in den südeuropäischen Ländern kommt eben diese Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank nicht an. Wie gesagt, in Deutschland muss ein KMU zurzeit 3,5% zahlen. In den Südländern muss ein kleines und mittleres Unternehmen eben immer noch 6% im Durchschnitt Zinsen zahlen. Das ist eben fast doppelt so viel und bedeutet natürlich auch einen Nachteil im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit. Und das erklärt eben auch, warum die Inflationsraten nicht so fallen und am Ende die Lohnsenkungen nur sozialen Sprengstoff, aber keine positiven wirtschaftlichen Wirkungen zeitigen. Ich hatte schon das Thema Energie angesprochen. Durch die deutsche Strategie gibt es eben momentan keinen positiven Zug
in Energieeffizienz zu investieren, in erneuerbare Energien zu investieren. Sondern Deutschland betreibt eben momentan eine Politik, doch eher sozusagen die traditionellen Energien billiger zu halten. Auch das ist ein Problem für Südeuropa. Diese Energiekosten ruinieren aktuell tatsächlich südeuropäische Länder. Die Energiekosten machen zurzeit in Südeuropa, die Energiekosten sind in Südeuropa zum Teil fast dreimal so schnell gestiegen wie in Deutschland. Bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr zahlt die Europäische Union zurzeit für fossile Rohstoffe, vor allem für Öl, an nicht-europäische Länder, zum Beispiel insbesondere auch Länder aus dem Nahen Osten. Diese 400 Milliarden Euro könnte man eben sehr gut umswitchen. Man könnte investieren in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz und hätte damit ein großes Problem der Importbelastung, der Leistungsbilanz durch Ölimporte reduziert und hätte eben gleichzeitig natürlich auch relevant was für den Klimaschutz getan und seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Das sozusagen die Konsequenz, wenn wir eben diesen derzeitigen Kurs schlichtweg weiterfahren und sagen, jedes Land muss darauf achten, dass es seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht, analog zur deutschen Wettbewerbsfähigkeit, dann geht es uns allen besser. So. Ich würde sagen, wir brauchen eben zurzeit nicht noch mehr Konkurrenz, sondern wir brauchen tatsächlich innerhalb der Eurozone, innerhalb der Europäischen Union mehr Kooperation. Und deswegen wäre es eben so richtig und so wichtig, ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm tatsächlich jetzt aufzulegen, was genau diese Wende mit einleiten kann, von der ich eben gesprochen habe und die ja, formal festgelegten Ziele der Europäischen Union dann tatsächlich auch zu erfüllen, dass es neben Klimaschutz und Energiewende, Ressourceneffizienz, moderne Netzinfrastruktur, aber eben auch Innovation und Bildung, also langfristige Investitionen in moderne Produkte und Dienstleistungen. Mehr Kooperation bedeutet aber auch, aktuell dafür zu sorgen, dass die Zinskosten für die Realwirtschaft innerhalb der Eurozone sich gleich wieder entwickeln. Das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen setzen wir Grünen uns nach wie vor dafür ein, dass es einen sogenannten Altschuldentilgungsfonds gibt, der dann dazu führt, dass gemeinsame Eurobonds ausgegeben werden. Wir wollen nicht einfach so sozusagen südeuropäische Länder billig refinanzieren, sondern wir wollen das so, wie es der Sachverständigenrat der Bundesregierung vorgeschlagen hat, verbinden mit einem klaren Vertrag, einem klaren Bekenntnis zur Rückführung der Schulden. Der Altschuldentilgungsfonds soll die Schulden, die die europäischen Länder haben, jenseits der Maastricht-Grenze von 60%, soll diese Schulden zusammenfassen. Das würde für Deutschland übrigens auch bedeuten, zahlt Deutschland auch was ein, weil Deutschland zurzeit eben auch dieses Maastricht-Kriterium reißt. Wir haben einen Schuldenstand in Deutschland von 80%. Über 2.000 Milliarden Euro Schulden hat die Bundesrepublik Deutschland, 80% Schuldenstand. So, und diese Altschulden, die packt man zusammen in einen Fonds und begibt dann dafür entsprechende gemeinsame Anleihen. Dann hätten dann alle dafür den gleichen Zinssatz, die Bundesrepublik Deutschland den gleichen wie Italien und Spanien. Das würde kurzfristig Entlastung für diese Länder bringen und kurzfristig dann eben auch die Realwirtschaft entsprechend unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt für eine positive, progressive Strategie im Sinne des Green New Deal ist für uns aber auch ganz zentral das Thema Steuerpakt. So, weil ein zentrales Problem beim Thema Wettbewerbsfähigkeit, wenn man eben nicht nur über Lohnsenkung und preisliche Wettbewerbsfähigkeit gehen will, ist ja, dass man eben investieren muss in neue Produkte etc., und auch das öffentlich begleiten muss. Und das Problem, nicht nur in den Südländern, sondern auch in Deutschland, ist eben, dass aber sozusagen die Autonomie über eine Steigerung der Einnahmen, Steuermehreinnahmen, nicht in dem Maße gegeben ist, weil eben innerhalb der Europäischen Union ein starker Steuerdumpingwettbewerb herrscht. Deswegen wollen wir einen Steuerpakt. Und der besteht insbesondere aus vier Bestandteilen. Wir wollen diesen Altschuldentilgungsfonds finanzieren durch eine Vermögensabgabe. Mit der Vermögensabgabe wollen wir Grüne mindestens 100 Milliarden Euro einnehmen. Sie soll gezahlt werden von den reichsten 1%. Wir empfehlen das auch den anderen Ländern.
Wir fühlen uns da auch bestärkt in unserer Meinung, weil zum Beispiel so grünen-nah-unverdächtige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie Boston Consulting auch sagen, wenn man sich anschaut, Optionen für die Lösung der Krise, dann gibt es das Thema mehr Inflation durch die EZB, dann gibt es die Möglichkeit mehr Wachstum, wie soll man es sozusagen machen auf Pump. Dann gibt es ansonsten allgemeine Steuererhöhungen, das senkt sozusagen insgesamt die Entwicklungsperspektiven. Die beste Variante, den öffentlichen Schuldenstand abzusenken, ist, das private Vermögen auch abzusenken. Da gibt es auch entsprechende Zahlen inzwischen dazu. Das ist tatsächlich die entwicklungsschonendste Variante. Die grüne Vermögensabgabe ist außerdem zu leisten, nicht aus der Substanz, sie muss nicht aus der Substanz geleistet werden, sondern kann aus den Erträgen erwirtschaftet werden, ist also keine Substanzbesteuerung. Ganz wichtig, schon seit 10 Jahren versucht, aber immer wieder gescheitert, ist das Thema eine Vereinheitlichung der Unternehmenssteuer innerhalb der Europäischen Union. Deutschland hat einen Systemwechsel gemacht, aber von den Sätzen her ist es zum Beispiel so, dass in Deutschland wir noch eine Körperschaftssteuer 1998 von 50% hatten. Aktuell liegt die Körperschaftssteuer in Deutschland bei 15%. Das hat damit zu tun, wurde auch immer argumentiert, mit dem innereuropäischen Wettbewerb, der da einfach schädlich ist. Trotzdem ist es eben noch so, dass auch innerhalb der Unternehmen es starke Ungerechtigkeiten gibt. Der deutsche Mittelstand zahlt momentan, kommt da nicht raus, muss im Schnitt 30% Steuern zahlen. Unternehmen wie Google, wie Starbucks oder andere können über entsprechende Steuergestaltungsmodelle großzügige 3-5% Körperschaftssteuer zahlen in Europa. Das kann man nur bekämpfen, indem man tatsächlich sich innerhalb der Europäischen Union verständigt auf eine gemeinsame Bemessungsgrundlage, also was ist eigentlich das Steuerobjekt, und dann eben auch Mindeststeuersätze, die dann jeweils noch national differenziert werden können. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass ein Mindeststeuersatz bei Unternehmen bei 3-5% liegt, sondern denken, 25% ist da eine gute Richtschnur, und dann können sich die Länder noch unterschiedlich entscheiden. Darf ich kurz fragen, wie lang der Input noch sein wird? Ich komme zum Schluss. Steuerpakt war mein 6. Punkt. Der 7. angekündigte war der, dass wir perspektivisch darüber hinaus schon auch noch im Bereich konkrete Solidarität bei Sozialleistungen angehen sollten. Da gibt es gute Gründe, innerhalb einer Währungsunion Transfers zu organisieren. Ich kenne eigentlich keinen Ökonomen, Herr Hüther, Sie können mich dann gleich dementieren, der nicht der Auffassung ist, dass eine Währungsunion dauerhaft nur mit also tatsächlich funktionieren kann, nur mit einer Form des Transfers. Welche Art es dann ist, das kann man dann schauen, aber dass eine Währungsunion dauerhaft ohne Transfers funktionsfähig ist, da kenne ich jedenfalls keinen Ökonomen, der sich ernsthaft da aus dem Fenster lehnt. Und deswegen bleibt dieses Thema auf der Agenda zur Bewältigung der Euro-Krise. Da kann man reden über eine temporäre Arbeitslosenversicherung, da kann man über andere Dinge reden, aber ohne Transfers wird es definitiv nicht gehen. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank für zwei sehr spannende Eingangsstatements. Herr Hüther zur besonderen Entwicklung der deutschen Wettbewerbsfähigkeitsposition, was ich auch ganz spannend fand dazu, wie europäische Länder das zwar übernehmen oder sich daran ein Beispiel nehmen könnten, aber natürlich immer in ihrer eigenen Pfadabhängigkeit sich entwickeln sollten. Frau Paus dann schon ganz stark dazu, wie sozusagen auf europäischer Ebene in diesen Bereichen reguliert werden könnte, wie Wirtschafts- und dann eben auch Sozialpolitik europäisch Antworten auf die Krise finden muss. Ich würde aber ganz gerne mal am Anfang anfangen. Herr Hüther, Sie haben ganz schön gesagt, kein anderes Land käme auf die Idee, sich selber zu schwächen, wirtschaftspolitisch. Frau Paus hat dann sehr viel Wert gelegt am Anfang auf die Feststellung, was ja auch in der Diskussion sehr stark ist, preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands seit 2000. Kann es denn sein, dass die deutsche Wirtschaft andere Volkswirtschaften in Europa geschwächt hat durch seine Strategie in den letzten 10-12 Jahren? Gestatten Sie nur eine Vorbemerkung, damit das nicht falsch hängen bleibt, der Begriff Leitkultur, den Sie ja verwendet haben. Und
Ja, ich wollte sagen, das ist, der findet bei mir im Wortschatz nicht statt. Also damit da kein Missverständnis, ich halte das für einen nicht zielführenden Begriff als Frage. Nur nicht, dass hinterher gesagt hat, ich hätte mich irgendwie positiv zu einem, das konnte man Ihrer ersten Bemerkung entnehmen, positiv zu einem Bild einer Leitkultur entsprungen. Das kann nicht funktionieren. Gesellschaften sind in ihren eigenen kulturellen Prägungen unterwegs und sollten sich auf die eigenen Dinge dann auch besinnen. Ich habe das Fragezeichen auch. Ja, nein, ich wollte nur nicht, dass, man kennt ja dann diese Zuschreibungen und die ist keine, mit der ich dann gut leben könnte. Der entscheidende Punkt ist, haben wir andere geschwächt? Wenn wir uns, es wird ja gelegentlich behauptet, wir haben sozusagen unsere Exporterfolge errungen, indem wir den südlichen Ländern unsere Produkte aufgequatscht hätten. Also wenn die unsere Produkte erworben hätten, dann müssten die heute eigentlich viel wettbewerbsfähiger sein, dann hätten sie nämlich Industrieprodukte gekauft. Aber offenkundig ist das so nicht der Fall. Der Anteil der deutschen Waren an den griechischen Importen ist in den letzten 10 Jahren stabil bei 13% gewesen. Insofern, Deutschland hat nicht an einer, wie das so nett mal formuliert wurde, an einer Party im Mittelmeerraum teilgehabt. Wenn Sie sich anschauen, dass die Regionalstruktur des deutschen Exports heute nur noch bei knapp 38% die Europäische Union beliefert und wir in erheblichem Maße in die... Ja, sage ich ja, das ist aber auch schon ein Anpassungsprozess, der sich ja in längerer Zeit vollzieht. Wir kommen ja von 50, also von entsprechend hohen Raten. Sondern das ist ein Anpassungsprozess, der diese Dynamik auf andere Weltmärkte trägt. Schwellenländer, Nordamerika haben im Augenblick seit Herbst das deutliche Zuwachsraten im Export. Also Ihre Frage der Schwächung, die Frage ist ja, haben wir uns eine Kostenposition erarbeitet, die unangemessen ist. Wenn ich mir die Arbeitskosten je Stunde anschaue in der Industrie, sind wir unverändert in der Spitzenposition der ersten 3, 4 Volkswirtschaften in Europa. Man kann nicht behaupten, dass wir bei den Arbeitskosten je Stunde eine entsprechende sozusagen Bewegung heraus, eine Dumping-Situation, das ist ja gelegentlich das Bild, haben entwickeln können. Wenn Sie sich anschauen, die Befragungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, die jedes Jahr fragen, was sind die Motive für Auslandsinvestitionen? Dann hat sich, und das war ja auch Ihr Punkt, als Reaktion sozusagen auf Kosten, wie sind die angepasst worden? 2003, es wurden immer 3 Motive sind im Mittelpunkt, auszuwählen, nämlich Kosten. Man geht ins Ausland, weil hier die Kosten so und dort günstiger. Man geht ins Ausland, um den Export sozusagen zu unterlegen mit einer entsprechenden Auslandsaktivität. Oder man versucht in der Tat eine globale Struktur, also wettbewerbsfähig in einer globalen Aufstellung zu werden. Und dann stellen Sie fest, dass 2003 das am meisten genannte Motiv mit fast 40% das Kostenmotiv war. Also da hat das Argument in dieser Befragung war, wir gehen wegen der Kosten ins Ausland. Und das ist heute nicht mehr so. Heute sind die anderen Motive eindeutig nach vorne gegangen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess seit 2003. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben 1995 einen Tarifabschluss gehabt in der Metall- und Elektrobranche, der für die mittelständischen Unternehmen verheerend war, der von den großen Unternehmen im Grunde erzwungen wurde, weil sie keine Streiks wollten. Das hat die sogenannte die Arbeitgeberverbandsentwicklung ohne Tarifträgereigenschaft vorangetrieben und hat die überhaupt erst motiviert, weil die kleinen Unternehmen gesagt haben, wir sehen das gar nicht ein, dass wir die Kosten zahlen. Wir haben eine ganz andere Struktur als die großen und damit sind wir nicht zukunftsfähig. Also es hat einen Strukturwandel in der Tarifpolitik gegeben, einmal mehr sozusagen Alternativen im Sinne auch einer betrieblichen Differenzierung. Pforzheimer Abschluss im Februar 2004 der Metall- und Elektrobranche. Die Chemie kennt solche Öffnungsregeln schon länger. Das heißt, sind alles Prozesse, die eigentlich über eine längere Zeit laufen. Aber es gab 1995 einen besonderen Trigger, sozusagen sich lohnpolitisch anders aufzustellen. Aber wenn wir dann auf die Ergebnisse auch der Strukturen schauen, ist ja die Fehlentwicklung in den Ländern Portugal, Spanien, Griechenland, die wir nun heute sehr evident sehen, nicht dadurch erklärt, dass wir ihnen Exportpositionen genommen haben. Niemand hat sie gezwungen, in diesen Ländern Lohnstückkostensteigerungen in der Spitze Griechenland von 38% zu organisieren, wo sie bei uns um 7% angestiegen sind. Also insofern ist das eine relative Bewegung und ich kenne zwar all diese Argumente, werden die da sozusagen belastet, aber wenn sich die Struktur unserer Exportgüter anschauen, sind das Dinge, die eigentlich zu einem anderen volkswirtschaftlichen Kapitalstock in Spanien und Portugal geführt haben.
Ja, wir haben mit diesen 8% Beschäftigung hier gesichert. Das Argument ist ja immer, was einige Kollegen vorführen, auch Lafontaine gerne, nicht wahr? Wenn im Kino einer aufsteht, hat er es besser, wenn alle anderen aufstehen, hat es keiner mehr besser, aber alle sitzen nicht mehr, sondern stehen. Und deswegen wäre eine Lohnanpassung nicht sinnvoll. Das verkennt, dass es natürlich nicht nur einen Vergleich der Arbeitskosten in verschiedenen Volkswirtschaften gibt, sondern immer auch ein Lohnzinsverhältnis. Das heißt, der Preis für den Faktor Arbeit ist in Relation zum Preis für Faktor Kapital zu sehen und hat natürlich damit viel zu tun mit der Beschäftigungsorientierung, mit der Beschäftigungsintensität der Investitionen. Letzter Satz, weil Sie das angeführt haben. Ja, aber die Zinsen sollten ja eigentlich innerhalb eines Währungsraums gleich sein. Aber die Zinsen differenzieren sich natürlich stärker bei der Unternehmenskreditentwicklung und so ist es auch gewesen. Sie haben eine Annäherung gehabt bei den Staatsanleihen, aber die Spreads ergeben sich natürlich dort, wo die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals letztlich bewertet wird und das sind nicht Staatsanleihen, sondern das ist die Unternehmensfinanzierung. Ihr Punkt mit den Exportüberschüssen der Deutschen, ja, ist richtig, andere haben dann, also irgendwo gibt es eine Gegenbuchung, ja. Aber Sie müssen die andere Teil der Zahlungsbilanz immer mit betrachten, nämlich die Kapitalbilanz. Und wenn ein Land Exportüberschüsse hat, hat es automatisch ein Defizit in der Kapitalbilanz. Wir exportieren also Kapital ins Ausland. So, das investieren wir irgendwo. Und da kann man auch Verluste erleiden. Das ist auch so. Ja, wir verlieren ja auch Geld hier, weil uns ein unberechenbarer Gesetzgeber beispielsweise die Sicherung von Vermögensansprüchen nicht gibt. Dann müssen wir auch einfach was ab. Also Verlustpositionen gibt es immer. Das ist halt so in der freien Wirtschaft, in dem System. Nur, Leistungsbilanzdefizite sind nicht per se schlecht. Es hat sich auch, das ist auch so, die haben sie die Diktion fast schon der Bundesregierung übernommen. Es gab mal einen Film Ende der 70er, so ein Western, der hieß The Good, The Bad and The Ugly. Es gibt Leistungsbilanzdefizite, die sind gut, die sind völlig in Ordnung. Nämlich wenn Sie eine junge Volkswirtschaft sind, demografisch betrachtet, dann brauchen Sie vor allen Dingen Investitionen, dann brauchen Sie entsprechende Überschüsse in der Kapitalbilanz und dann ist das sozusagen darstellbar mit einem Defizit in der Leistungsbilanz. Sie können sozusagen anders agieren. Also Sie können sozusagen in einer solchen Situation kann das tragfähig sein. Es gibt schlechte Leistungsbilanzdefizite und es gibt halt auch ugly. Und ugly sind sie dann, wenn sie durch staatliche Interventionen, durch Fehlallokationen von Kapital und durch Ungleichgewichte übergetragen werden. Und das ist das, was wir uns alle, da nehme ich mich mit ein, nicht gesehen haben. Der Effekt des Eintritts in die Währungsunion hat eine Zinsstruktur, ein Zinsniveau in Griechenland, Portugal und Spanien erbracht, die dort Kreditvolumina möglich gemacht haben, die es früher gar nicht gab. Es ist ja nicht nur, wir reden in Griechenland über die staatliche Verschuldung, und in Portugal. Gleichermaßen ist seit 2000 die private Verschuldung angestiegen. Und das ist auch Effekt dieser Fehlsteuerung. Das heißt, wir haben sozusagen eine Leistungsbilanzentwicklung vor diesem Hintergrund. Nur ich warne davor zu sagen, jetzt müssen die alle Exportüberschüsse haben. Das ist auch nicht meine Position. Das wäre Unfug, das ist ökonomischer Unfug. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das sozusagen passt. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir müssen im Ausland Geld anlegen, damit wir sparen quasi als Gesellschaft, indem wir dann, wenn wir das Kapital auflösen, für diese Kohorten, die dann kleiner werden, sozusagen Erträge erwirtschaften. Aber Leistungsbilanzdefizite können volkswirtschaftlich völlig in Ordnung sein. Also nicht auf das Bild eingehen, was da immer so auch die Regierung mit kolportiert, wir müssen jetzt alle in Überschüsse beim Export, also in Netto-Exportsituationen einlaufen. Das ist nicht realistisch, das ist ökonomischer Unfug. Aber könnten Sie doch noch mal ein Beispiel nennen für ein junges Land, was dauerhaft gut gefahren ist mit Leistungsbilanzdefiziten? Ich kenne keins. Ja, gibt es genügend. Ich meine, es ist immer die Frage, wie sind die zustande gekommen? Kommen die zustande, indem sozusagen eine Kapitalkulisse entsteht, wie beispielsweise durch diese Zinsstrukturen, die dann halt zu einer Fehlinvestition führt? Oder haben die einfach damit zu tun, dass diese Volkswirtschaften sich über langen Weg so bewegen? Spanien und Portugal und Griechenland haben, solange wir Daten der Außenwirtschaftsstatistik haben, seit 1975, Griechenland nie einen Überschuss in der Leistungsbilanz gehabt, immer ein Defizitland. Spanien und Portugal. Spanien hatte mal 5 Jahre Überschuss um 1980 und parallel dazu auch Portugal. So, diese Leistungsbilanzdefizitsituationen waren aber bis sozusagen Situation ohne Währungsunion, ohne Euro nicht das Problem. Sie waren nicht das Problem, sondern sie sind dann in eine Situation überführt worden, wo über die anderen Anreize des Zinsniveaus, der Verschuldung der privaten Haushalte, der Verschuldung der Staaten, dann sich etwas als Doppeldefizit entwickelt hat. Also ein Defizit der Leistungsbilanz und ein Defizit der Staatshaushalte. Und dann haben sie ein Ungleichgewicht, was nicht trägt. Insofern waren das Salden. Ich nenne die auch nicht, ich würde auch davor warnen, die immer sozusagen Defizit überschreiten. Ja, dahinter liegt gleich eine Norm.
Salden ergeben sich aus Millionen von Einzelentscheidungen. Sind ja nicht geplant. Ja. Sollten auch nicht Gegenstand einer Strategie übrigens sein, sondern sie resultieren letztlich aus dem, was historisch, aktuell, wie auch immer in einer Volkswirtschaft an Investitionen relevant geworden ist. Nun haben wir mittlerweile eine Währungsunion, damit auch die gleichen strukturellen Voraussetzungen für die Länder der Eurozone. Deshalb denke ich, müssen wir darüber sprechen, ob wir nicht Angleichung brauchen in den volkswirtschaftlichen Situationen. Aber ganz kurz nochmal die Rückfrage, weil Sie mal jetzt mehrfach gesagt haben, Leistungsbilanzdefizit ist kein Problem. Würden Sie denn auch sagen, dass im Prinzip die 3%-Regel auf europäischer Ebene, die ja ein Vertrag, ein Verletzungs- oder ein Verfahren wegen Verletzung der 3%-Regel des Exportdefizits nach sich trägt, dass das dann eine Regel ist, die an sich arbiträr ist und keinen Sinn macht? Weil wenn wir sehen, dass Deutschland langfristig bis an die 6% Überschuss hat, dann müssen ja eine ganze Anzahl von Ländern entsprechende Defizite haben in Europa, allein mit der Größe der Volkswirtschaft in Europa. Der deutschen Volkswirtschaft, Entschuldigung. Das sind natürlich normativ gesetzte Zahlen. Das fing schon damit an, dass der Sachverständigenrat ja, als er anfing, über das außenwirtschaftliches Gleichgewicht zu philosophieren, hatte. Ja, was ist außenwirtschaftliches Gleichgewicht? Da hat der Sachverständigenrat in den 60er Jahren aufgeschrieben, ein Leistungsbilanzsaldo plus minus 1% bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt. So. Ja, von der Situation sind wir weit weg. Mein Eindruck ist, dass wir dauerhaft mit größeren Salden leben. Ich nenne die nicht ungleich, mit Salden leben. Ich meine, sie haben dauerhaft ein Leistungsbilanzdefizit der Vogelsbergregion mit Frankfurt. Ja, das stört auch niemanden. Und die Frage ist, ist dieses Konzept überhaupt richtig und tragfähig? Und da habe ich zunehmend Zweifel. Das ist alles sozusagen Standardökonomik, ja. Aber ehrlich gesagt, schon die Bewertung als Ungleichgewicht, ein Saldo ist, wir leben nicht in einer Welt Saldo Null. Das geht schon mal gar nicht. Das wäre einer Zufall. Ja. Und eine Norm von 3%, ja, was soll die denn nach sich ziehen? Dürfen wir nicht mehr exportieren? Sie haben gesagt, das kann nicht die Strategie sein. Also müssen wir überlegen, wie importieren wir mehr? Oder wir bringen die anderen dazu, sie werden nach. Ich würde mal sagen, der Anpassungsprozess läuft. Der läuft über andere Positionen von Unternehmen aus der Welt, die sich entsprechende Vorteile auch erwirtschaften. Nehmen Sie sich mal die Wettbewerbssituation im Maschinenbau an, aus Ostasien oder aus anderen Ländern. Und so verschieben sich die Dinge. Frau Pause, ich glaube, die grüne Bundestagsfraktion hat eine dezidiert andere Meinung zum dauerhaften Exportüberschuss Deutschlands. Und können Sie dazu was sagen und auch wie es vorstellbar wäre oder wie es der richtige Weg wäre, dass da wieder eine Angleichung stattfindet? Ja, Herr Hüther sagte dann, wieso der Ausgleich findet doch dann irgendwie statt. Spannende Frage ist ja, wie dann der Ausgleich stattfindet. Also erstmal ist es so, dass es ja erstaunlich ist, wenn das doch immer so variabel ist, warum eben Deutschland dauerhaft, aber immer zufällig hohe Exportüberschüsse hat und das jedes Jahr passiert und zunehmend passiert. So. Und diese Exportüberschüsse produzieren eben jedes Jahr einen wachsenden Bestand an Forderungen. Und wenn man eben dauerhaft ein Leistungsbilanzdefizit hat, wenn man ein kleines Leistungsbilanzdefizit hat dauerhaft, dann dauert es eben länger, aber wenn man eben ein höheres Leistungsbilanzdefizit hat, dann bedeutet das eben irgendwer in diesem Land. Erstmal innerhalb einer Währungsunion ist es nicht der Staat, aber irgendwer in dem Land hat offenbar eine Verbindlichkeit. Also ist verschuldet irgendwie. Und wenn der, das ist wie beim früher beim Krämerladen, ja, dann kann man da anschreiben, dann habe ich eine Forderung und dann schreibt er jeden Tag 3 Euro an. Ne? Also jedes Jahr ein Leistungsbilanzdefizit steigert. Schreibe ich an, 3 Euro, übers Jahr gelaufen, sind 365 mal 3, ist es schon eine erkleckliche Summe, sind schon 1.000 Euro. So, und dann ist eben die Frage, wie baut sich das wieder ab? Oder was passiert dann? Und wenn sich es eben nicht wieder abbaut, dann heißt das, irgendwann wird jemand insolvent. So, und das haben wir jetzt eben auch in den südeuropäischen Ländern erlebt. Dann werden irgendwie entweder Unternehmen werden insolvent oder Häuslebesitzer oder Häuslemieter in Spanien mit der Immobilienblase werden insolvent. Das schlägt dann zurück auf die Banken. Das schlägt dann bekanntermaßen inzwischen doch sehr, sehr stark zurück auf die öffentlichen Haushalte. Und das ist eben das Problem. Wenn wir dauerhaft innerhalb der Europäischen Union nicht stärker zueinander finden, sondern weiter auseinanderlaufen, dann wird es nicht helfen, wenn Deutschland jetzt stärker dazu übergeht, nicht mehr in die südeuropäischen Länder zu exportieren, sondern nach China und also nach Asien oder die USA, weil es eben trotzdem so ist, dass diese Defizite in den anderen Ländern aufgetürmt werden und das dann eben zu entsprechenden Konsequenzen führt. Wenn es keinen Ausgleich gibt, dann gibt es nur den Ausweg, Insolvenz, Pleite, soziale Kosten.
Und dann geht entweder die Bank pleite oder ich habe ansonsten steigende Arbeitslosigkeit. Auch steigende Arbeitslosigkeit bedeutet normalerweise für den Staat höhere öffentliche Ausgaben. Und dann habe ich eine entsprechende negative Schuldenspirale, die sich von der Privatwirtschaft eben in die öffentlichen Schulden hineinbewegen und dann insgesamt wieder das Thema Euro in Gefahr bringen. Und deswegen brauchen wir die Angleichung. So, und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, da haben wir auch uns nicht definitiv auf ein Modell festgelegt, aber klar ist, dass eine stärkere Binnenorientierung einen Beitrag leistet, mehr Investitionen in Infrastruktur, Kommunal-, Länderebene, Bundesebene hilft, im Bereich Gesundheit, Bildung, mehr Ausgaben hilft, um da den Druck runterzunehmen, und die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns würde auch einen relevanten Beitrag leisten können. Ich würde Sie bitten, das nochmal zu kommentieren, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Sie eben ja auch gesagt haben, das Problem ist oder ein wichtiges Problem im Entstehen der Eurokrise war, dass es eine Angleichung der Zinsniveaus gab, die vielleicht nicht realistisch war auf den Finanzmärkten für die verschiedenen Länder, weil das aufgrund der Währungsunion eben nicht mehr richtig geprüft worden oder sozusagen diese Marktmechanismen nicht mehr funktioniert haben. Und vor diesem Hintergrund würden Sie das aufrechterhalten, zu sagen, es muss keine Angleichung von Leistungsbilanzen innerhalb der Eurozone stattfinden? Und wenn das so ist, dann wie kann dann ansonsten sichergestellt werden, dass diese Problematik eben nicht mehr entsteht? Dass dann sich entweder zu günstig lange Zeit Geld leihen können für ihre Importe oder wie jetzt eben, weil sie überschuldet sind, eben gar nicht mehr sich refinanzieren können? Also, um auseinanderzuhalten, ich habe erstmal gesagt, Leistungsbilanzdefizite sind nicht per se schlecht. Dass wir im Augenblick Anpassungsbedarfe haben, die mit Kostenstrukturen zu tun haben. Und wir sehen ja auch enorme Veränderungen in den Leistungsbilanzsalden der Südländer. Das ist ja nicht, dass da nichts passiert, sondern unser Saldo positiv steigt an und deren Saldo dann sinkt, was das Negative angeht. Ist also bei weitem nicht direkt miteinander verbunden. Aber nochmal zu dem, was Sie sagen, das Zinsniveau. Das Problem war ja, das ist nicht in keiner der Studien aus den späten 90er Jahren für die Währungsunion wirklich adressiert worden, dass Folgendes passiert. Normalerweise haben Situationen in einer Volkswirtschaft, haben Staatsanleihen eine bestimmte Bedeutung für Banken. Sie brauchen nämlich in der Bilanzstrukturpolitik eine kreditrisikofreie, liquiditätsnahes Asset, wo sie im Grunde dieses Fristentransformationsproblem, sie kriegen kurzfristig abziehbares Geld rein durch die Spareinlagen, dass sie in Kredite verwandeln, dass ihnen sozusagen auf der Aktivseite der Bilanz diese Flexibilität bietet. So haben sie Staatsanleihen. Dann ist die Währungsunion gekommen und auf einmal waren es ja nicht nur die deutschen Staatsanleihen jetzt aus Sicht der deutschen Banken, die diese Funktion erfüllen konnten, sondern das Wechselkursrisiko war weg, auch die französischen Staatsanleihen, auch die italienischen. Das heißt, damit ist es sozusagen, sind diese Staatsanleihen der europäischen Staaten in der Eurozone perfekte Substitute geworden. Aus Sicht der Banken, der verschiedenen Länder gleichermaßen. So, nun weil sie hatten ja kein Wechselkursrisiko, sie hatten aber noch einen kleinen Spread, 5-6 Basispunkte oder manchmal 10 oder vielleicht 15, macht dann immer noch wieder was beim Ertrag aus. Insofern haben sie dann eine Nutzung der Staatsanleihen gehabt. Das ist der Hintergrund für diesen sozusagen Zinsnivellierungseffekt. Es ist nichts von dem, das muss ich auch deutlich sagen, eingetreten, was Ende der 90er Jahre erwartet worden ist über Reaktionen, Sanktionen der Kapitalmärkte. Der Sachverständigenrat hat 97 geschrieben, da gibt es einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, und wenn dann einzelne Länder mit ihren finanzpolitischen Maßnahmen sich nicht dran halten, zu hohe Defizite aufbürden, werden die Kapitalmärkte das sanktionieren, sie werden von denen höhere Zinsen verlangen. So, und die zweite Aussage war, und wenn das nicht so kommt, dann wird das Zinsniveau insgesamt in der Währungsunion ansteigen, weil man dann unterstellt, es gibt ein Bailout. Beides ist nicht eingetreten. Und da muss man in der Tat fragen, und das lernen wir im Grunde, das sind ja auch Prozesse, in der auch Ökonomik an die Grenzen kommt oder immer wieder neue Grenzen sieht, nämlich zum Beispiel, wie sanktionieren Kapitalmärkte? Kapitalmärkte sanktionieren nicht inkremental, also sozusagen immer mal ein Zehntel drauf bei den Zinsen, sondern es gibt eine Neubewertung von Solvenz- und Liquiditätsrisiken einzelner Papiere und dann gibt es diesen Umschlag. Nach vorne hin, das war die Frage, wie können wir dieses vermeiden, ist, glaube ich, der Lernprozess für alle Akteure in den Kapitalmärkten, dass diese Differenzierung der Zinsen auch weitertragen wird. Also wir werden möglicherweise werden die Spreads ein Stück zusammenlaufen gegenüber dem jetzigen Niveau, aber wir werden nicht zu einer Situation der absolut geringen Zinsabstände zurückkommen, die wir sie bis Sommer 2009 hatten. Das ist, ein Lernprozess dieser Entwicklung und ganz entscheidend wäre, wenn beispielsweise die Gesetzgeber sich bereit finden würden, den Banken vergleichbare Eigenkapitalunterlegungsvorschriften für Staatsanleihen zu machen. Denn sie müssen für Staatsanleihen in den vergleichbaren Risikoklassen kein Eigenkapital vorhanden. Immer noch nicht, auch in Basel III nicht.
als für eine Unternehmensanleihe müssen Sie schon gleich entsprechendes Eigenkapital unterlegen. Und damit haben Sie auch eine Verzerrung in der Finanzierung. Also wir müssen im Grunde raus aus dieser Logik, dass die Staaten sich hier durch die regulatorischen Vorschriften einen Vorteil verschaffen in der Schuldfinanzierung. Und da muss man sich nicht wundern, dass sie es auch nutzen. Ja, also das ist ein wichtiger Teil, wenn die Zinsreagibilität bezogen auf die unterschiedlichen Situationen Staatsanleihen korrigiert werden soll. Also gerade der Abschluss hat ja noch ein bisschen suggeriert, dass wir jetzt in der Eurokrise vor allen Dingen deswegen seien, weil die Politiker und Staaten sich vollgesogen haben mit Geld, was sie plötzlich billig bekommen haben durch die Einführung des Euros. So ist es ja nicht gewesen, sondern ich glaube, wir sind uns so alle einig, dass man zwischen Griechenland und der Gesamtproblematik und den anderen Ländern deutlich unterscheiden muss. So, in Griechenland ist es tatsächlich so gewesen. In Griechenland haben die tatsächlich gedacht, das ist ja super, haben ja sozusagen schon vorher diese Statistik-Tricks gemacht und haben hinterher auch ihren Kurs nicht verändert und konnten das eben lange Zeit kaschieren über die große Differenz sozusagen zwischen ihrer eigentlichen wirtschaftlichen Situation und sozusagen den Vorteilen, die sie jetzt durch die Währungsunion genossen haben. Ansonsten ist aber das Schuldenthema, die hohen Schuldenstände der europäischen Länder wirklich vor allen Dingen entstanden durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und in der Folge das Thema Bankenrettung, die eben bei allen Ländern von einem Tag auf den anderen die Schuldenstände um 10-20% erhöht haben. Auch in Deutschland war das der Fall. So. Und das hat dann eben all diese Länder plötzlich in eine Region geschossen, wo einem schwindelig wurde. Und gleichzeitig war das eine Situation, wo dann zwar die Banken erstmal gerettet waren, aber die Banken ja nicht auf einmal gesund oder stabil gewesen wären, sondern die Banken innerhalb der Europäischen Union sind ja nach wie vor sehr instabil. Wir haben das, nach und nach kleckert es ja sozusagen zusammen. In Spanien haben wir als Bundestag ja mit unterstützt, dass die spanischen Banken jetzt Geld bekommen, 60 Milliarden Euro aus dem europäischen Rettungsschirm. Zypern ist noch nicht so lange her. Erinnern wir uns, dass eben plötzlich auf dieser kleinen Insel mit 600.000 Einwohnern wir gelernt haben, dass es da eben Banken gibt. Es gibt da sogar 60 Regionalbanken für 600.000 Einwohner, fand ich jetzt auch erstaunlich. Es gibt zwei Großbanken. So, und das sind 20 Milliarden Euro für ein Land, was irgendwie ein Fünftel von Berlin ist, die da auf einmal eben weg sind. Ja? So, das macht natürlich ein Problem für Staaten und erhöht nun mal drastischere Staatsverschuldung. Und das war mir einfach nochmal ein Anliegen, hier ein bisschen zu differenzieren zur. Ja, doch, also wenn wir jetzt mal Zinsdifferenzierungen sich einstellen, darauf eine Antwort zu geben. Völlig unstreitig, dass Irland ein Bankenproblem hat und dass es auch in Spanien, die vorher eine Schuldenstandsquote von deutlich unter 60% hatten, bei 40 hatten, zu der Zerrüttung geführt hat. Aber der entscheidende andere Punkt ist die Verschuldung der privaten Haushalte und der Unternehmen. Das heißt, die hat in der Tat einen Trigger erfahren durch den Einstieg in die Währungsunion, weil die Finanzierungskulturen das in den Ländern nicht vorher möglich gemacht hatten. Und da ist vieles, Spanien durch die Immobilienkrise einfach, das ist in der Tat eine Fehlsteuerung gewesen, die auch politisch gewollt war. Nicht? Es war ein Modell, Zuwanderung zu organisieren. Diese Zuwanderung bedarf des Wohnraums, dafür investieren wir und da habe ich sozusagen eine Kette von Einkommen dran. Und dieser Kettenbrief ist jetzt unterbrochen worden. Wir sind jetzt ein bisschen weggekommen vom Thema, wir sind jetzt wieder bei der Ursachenanalyse der Euro- oder Finanz- und Euro-Krise. Ich würde ganz gerne mal auf das Thema der Wettbewerbsfähigkeit des wirtschaftspolitischen Modells Europas zurückkommen. Da fand ich ganz spannend, Herr Hüther, dass Sie gesagt haben, es muss gar nicht das Ziel von allen Euro-Staaten sein, wettbewerbsfähiger zu sein. Das ist etwas, was, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder korrigieren Sie mich, was ja eigentlich im öffentlichen Diskurs immer der Fall zu sein scheint, eigentlich muss jedes Euro-Land für sich jetzt wettbewerbsfähig werden. Was gäbe es denn dann für alternative Entwicklungspfade, wenn Sie das anders sehen? Also das ist ein Missverständnis. Was ich sagen wollte, es muss nicht bei allen darum gehen, dass die jetzt sich hinhangeln und sagen, wir müssen jetzt per se irgendwelche Exportüberschüsse erzielen. Nur die entscheidende Frage ist, auf welchem Wege kann ich denn die Beschäftigungswünsche, die es in der Volkswirtschaft gibt, erfüllen? Und meine These ist, Sie können keine Wirtschaftsstrukturen einfach aus anderen Ländern übertragen. Sondern da sind wir uns einig. Das funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssen mit den Vorteilen beginnen, die Sie dort haben. Und ich meine, eins ist da auch mal ganz interessant. Können Sie das mal konkret machen? Ja, ich will mal ein Beispiel, weil wir gerade bei Zypern waren. Wenn Sie mal Zypern vergleichen mit dem türkischen Teil der Insel, dann haben Sie im türkischen Teil die Einbindung in einen hochdynamischen Wirtschaftsraum, nämlich den der Türkei.
Und Sie können auch auf so einer kleinen Insel, auf der anderen Hälfte, ich weiß nicht, bin jetzt nicht ganz sicher, ob da mehr oder weniger wohnen, aber das wird sich in etwa halten, ohne ein solch schiefes Geschäftsmodell, wie es eben wir beschrieben haben, mit den Banken, so also als Finanzplatz, sich entwickeln. So, und das heißt im Grunde mit den, wenn wir sagen würden, komparativen Vorteilen, die in der Region angelegt sind, die dort auch besondere Möglichkeiten bieten. Warum gelingt es beispielsweise nicht, eine europäische Energiepolitik so zu organisieren, dass wir die erneuerbaren Energien, beispielsweise Solarenergie, dort produzieren, wo sie am effizientesten zu produzieren, also mit Sicherheit nicht bei uns, ja, sondern eher in den Ländern, wo wir ganz andere Sonnenstunden haben. Warum nicht die Windkraftanlagen im Atlantik, die eine viel höhere bilden? Das setzt aber voraus, dass ich ein europäisches Infrastrukturnetz habe, was die großen Durchleitungskapazitäten erbringt. Haben wir nicht. Die Grenzkoppelstellen geben das nicht her. Insofern haben wir hier ein Problem. Und das wäre ein europäischer Ansatzpunkt. Die europäischen Infrastrukturnetze ansonsten sind ja in der Diskussion, auch in der Entwicklung. Was ich sozusagen, es geht immer um die Frage, was kann ich sozusagen vor Ort tun, um die Potenziale, die vor Ort sind, entsprechend zu unterlegen. Die Diskussion, die es jetzt gibt über dieses Milliardenprogramm über die Europäische Investitionsbank, um in Spanien, Portugal zu sagen, man gibt Unternehmen, schafft ihnen Zugang zu Kredit, der unverändert schwierig ist. Wir haben auch davon gesprochen, wir haben renationalisierte Finanzsysteme mit dem Grunde Kreditklemmenphänomene in den Südländern und kombiniert das mit der Überlegung, dass man den Unternehmen den Zugang verschafft, die besonders auf Beschäftigungsausbau setzen, die besonders beispielsweise sich engagieren in der dualen Berufsausbildung, solche Dinge, also damit solche Modelle gleich Strukturwirkungen haben. Das scheint mir durchaus überlegenswert zu sein. Also dann damit aber ein Instrument zu schaffen, nicht zu sagen, wie ist die Wirtschaftsstruktur, sondern für eure Wirtschaftsstruktur im Grunde Instrumente anzubieten. Also Wettbewerbsfähigkeit, nochmal in meiner Deutung, heißt jetzt nicht, wir müssen irgendwann ein Ziel von BIP erreichen, sondern die Beschäftigungswünsche, die es in der Volkswirtschaft gibt, zu ermöglichen. Frau Faust, was passiert denn überhaupt im Moment in Europa, vor allem in den Krisenländern in dieser Hinsicht? Also es gibt immer zum einen die Klage darüber über Sparpolitik, Lohnzurückhaltung, dann gibt es, wenn man nach Positivbeispielen fragt, wo denn vielleicht Lernprozesse, Strukturreformen passieren, kommt eigentlich immer das gleiche Beispiel, duale Ausbildung in Spanien. Was passiert denn tatsächlich in den Euro-Ländern, vor allem des Südens, die als Krisenländer bezeichnet werden, gerade in der Hinsicht, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen oder um die Volkswirtschaften wieder in Schwung zu bringen? Was ist da Ihr Eindruck? Ja, ich bin da nach wie vor eher erschüttert, weil also momentan einfach extrem viel kaputt geht. Ja, Jugendarbeitslosigkeit 50-60% in offiziellen Zahlen, das nicht nur in Griechenland, sondern auch in den anderen Ländern. Und da sieht man erstmal, also jedenfalls 50% der Jugendlichen, die bauen da gerade nicht keine Strukturen auf, also jedenfalls nicht bezahlt. Ja? So, und ne, fragt man sich, so was machen die? So, wenn ich dann auch als Zeitungsleserin einfach sehe, dass alle jetzt tatsächlich eben an ihrer preislichen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, die Lohnstückkosten tatsächlich gefallen sind. Ich gleichzeitig aber lese, dass eben aufgrund der starken Austeritätspolitik der öffentlichen Haushalte in Spanien offenbar das Bildungswesen noch weiter privatisiert wird, als es jetzt der Fall ist. Wenn ich mir da anschaue, die entsprechenden Programme, die wir auch bekommen, ne, also was passiert da und was wird da jetzt gerade alles privatisiert, dann erinnert mich das eben einfach sehr stark auch an Fehler, die hier zum Beispiel nach der Wiedervereinigung gemacht worden sind mit der Treuhandanstalt. Das war ja nicht alles gut, sondern wenn dann eben gleichzeitig ne, 3 oder 4 Maschinenbauunternehmen, die ungefähr in dem gleichen Bereich tätig sind, an den Markt gebracht werden, dann ist das eben die Frage, wer kauft das dann? Ja, kriegt man dann einen vernünftigen Preis dafür? Vor allen Dingen ist aber dann die Frage, wer geht da auf Einkaufstour? Ist der auch interessiert, dann nachhaltige Strukturen zu schaffen? Oder kauft er hauptsächlich ein, um seinen Konkurrenten gleich eingekauft zu haben und dann eben, ne, je nachdem, wie die Verpflichtungen dann sind, 1 Jahr oder 2 Jahre später das dann platt zu machen? Also entsprechende Bindungen sind mir nicht bekannt, sondern mir sind vor allen Dingen strenge Vorgaben bekannt, dass eben sehr kurzfristig Geld eingespielt werden muss, dass Griechenland ist jetzt zwar auch ein bisschen gestreckt worden, aber eigentlich Griechenland eben 50 Milliarden Euro einspielen muss aus Privatisierungserlösen und eben auch besagtes kleines Zypern sich jetzt verpflichtet hat, 1 Milliarde Euro Einnahmen zu generieren aus Privatisierungserlösen. So, und ansonsten sehe ich eben noch nicht so viel. Ich sehe Debatten in Griechenland tatsächlich das Thema erneuerbare
Energien auszunehmen. Das, was ich da aber an konkreten Vorschlägen gesehen habe, hat uns Grüne nicht sofort entzückt, sondern wir hatten den Eindruck, dass das eher so ein quasi Bauherrenmodell ist, dass das ganze Know-how aus Deutschland oder so kommt und dass da hauptsächlich dann was hingesetzt wird, dass dann diese erneuerbaren Energien nicht in Griechenland genutzt werden, sondern dass die weiterhin sozusagen aus ihren Ölkraftwerken bedient werden, sondern dass die Leitungen eben direkt raus aus Griechenland in andere europäische Länder gehen sollen. Und dass da also sozusagen weder ein Know-how-Transfer noch eine konkrete Energiewende in Griechenland stattfinden soll. Und solche Dinge passieren jetzt momentan. Da hoffe ich, dass die Taskforce, die es da inzwischen gibt, jetzt auch langsam anfängt, auch solche qualitativen Gesichtspunkte stärker mit zu berücksichtigen. Das habe ich jetzt mir noch nicht im Detail genauer angeschaut, aber die grundsätzlichen Programme, die ich gesehen habe von Griechenland, Spanien und Portugal beispielsweise, da war ich einfach hinterher erschüttert, ehrlich gesagt. Herr Hüther schüttelte ein bisschen den Kopf, als Sie das zur erneuerbaren Energiepolitik in Griechenland, wollten Sie direkt was dazu sagen? Sonst, Das ist nochmal eine andere Diskussion. Ich habe den ganzen Teil auch nicht verstanden, den Sie da eben vorgetragen haben. Entschuldigung, also was hat denn erneuerbare Energie mit Klimawandel zu tun? Können wir mal erklären, den Klimawandel organisieren wir über CO2-Zertifikatehandel in Europa. Und das Klimaziel der jetzt nicht mehr funktioniert, den haben wir eingestampft. Nee, der funktioniert. Nur Sie können nicht ertragen, dass die Preise auch mal da sind, wo sie jetzt sind. Wo ist das Problem? Wo ist denn das Problem mit dem Preis? Also Sie kein Experte. Sie freuen sich immer, wenn die Preise hoch sind. Wenn aber Produktion ausfällt im Süden, dann ist das die normale Konsequenz, dass dann der Preis da unten ist, wo er ist. Aber er ändert ja am Mengenziel nichts. Es werden ja nicht weniger Zertifikate, sondern es sind die gleiche Anzahl von Zertifikate ausgereicht. Und das deutsche Klimaziel ist ambitionierter als das europäische. Und wenn wir das jetzt über Energie besonders organisieren, heißt nur, dass andere Akteure in der Industrie beispielsweise mehr machen können. Es ändert nichts an der CO2-Menge, die Deutschland ausstoßen kann. Das ist ein eigenes System. Also insofern ist es doppelt bestimmt. Ja, Sie können die Energiewende mit allem Möglichen begründen, mit Ihrer moralischen Sorge, mit Ihrer Angst vor der Atomenergie oder mit Ihrer Freude an Solarzellen. Das ist mir alles ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber erzählen Sie nicht, dass es irgendwas miteinander zu tun hat. Das Klima ist ein Regelkreislauf, der über dieses System der CO2-Vorgabenziel geregelt wird. Und wir steuern nur die Art und Weise, wie wir es machen, anders, wenn wir die Energie in einer bestimmten Weise organisieren. Also das ist alles. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, hat nichts mit Europa und auch nichts mit dem Süden zu tun, nur weil Sie mich gefragt haben. Ja, also dass wir die Klimaziele radikal reißen, das können Sie jetzt ja nicht wirklich bestreiten. So, dass wir weit hinter dem zurückbleiben, was eigentlich notwendig wäre, wenn man sich nochmal den Stern Report anschaut. Und dass wir damit sozusagen Kosten in die Zukunft transportieren, das können Sie auch nicht wirklich bestreiten. Das können wir ein eigenes Thema, Klimapolitik aus 20 Jahren, die Temperatur nicht angestiegen ist, im Weltklima ist auch ein Fakt, aber okay. Und dass zu viele Zertifikate ausgereicht worden sind und deswegen der Preis deutlich zu gering ist, das können Sie auch nicht abstreiten. Und dass Investitionssicherheit dadurch zerstört worden ist und zum Beispiel in Deutschland jetzt Kraftwerke deswegen auch nicht an den Markt gehen können, aufgrund solcher Entwicklungen, das können Sie auch nicht bestreiten. Ich würde vorschlagen, wir lassen sowohl den Klimawandel als auch die Emissionshandel außen vor, sonst wird es zu kompliziert. Versuchen wir es positiv. Es ist ja ein von den Grünen stark propagiertes Ziel, eine Europäische Union von erneuerbaren Energien. Jetzt klang es eben so, als wären so Dinge wie Energiesektoren, Länder, Dinge, die die Länder selber regeln müssen, die nicht europäisch geregelt werden können. Also sehen Sie da die Perspektive, dass da auf europäischer Ebene mehr passieren kann? Und was kann dann da passieren? Ja, also ich meine, das ist ja das Thema. Also Energie ist nun wirklich für mich ein europäisches Thema. Europäisches Netz, Übertragungsnetz, um dann auch entsprechend den Ausgleich besser zu organisieren. Ich meine, je größer der Raum ist, umso mehr kann der Ausgleich bei erneuerbaren Energien, die naturgemäß schwanken, organisiert werden. Und ich habe weniger Probleme. Ich brauche natürlich ein hochstabiles Netz, weil die Anforderungen des Netzes sind entsprechend. Nur auch hier gilt, weil Sie sagen, ob die das da unten jetzt so machen. Ich meine, wir wollen den Leuten nicht erzählen, wie sie ihre Industrie zu entwickeln haben, aber ich finde, dann haben sie auch das Recht, sich selbst zu überlegen, wie sie Energie produzieren. Mein Argument wäre nur, wenn wir europäisch vorangehen würden durch ein europäisches Netz und durch eine europäische Energiepolitik, könnten wir dieses Verständnis erreichen. Und das könnte auch Europa insgesamt und auch das Zusammenwirken der verschiedenen europäischen Räume stabilisieren, weil sie ganz andere Abhängigkeiten darüber organisieren. Das ist ja schon in Deutschland, ne? Wie abhängig sind die Bayern auf einmal von Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Das ist ein ganz neues Gefühl für die da im Süden. Und Aber Hüther, jetzt reden Sie doch nicht so drüber weg. Also Sie hatten ja selber am Anfang nochmal gesagt, Sie sind Wirtschaftshistoriker und Sie sollen da nichts vorschreiben, aber Sie können ja trotzdem Leute mal partizipieren lassen an ihren empirischen Erkenntnissen, sozusagen wie erfolgreiche Strukturen Regionalpolitik geht. So, und dass erfolgreiche regionale Strukturpolitik darüber funktioniert, dass irgendwie
sozusagen vor Ort keine Wertschöpfung passiert, sondern alles abfließt. Das können Sie mir doch nicht ernsthaft erzählen. Das habe ich auch nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, aus welchem Befund Sie das ableiten. Ich sage nur, dass Energiepolitik ein europäisches Thema ist. Würden Sie das nicht so sehen? Das würde ich absolut so sehen. Okay, aber der Anknüpfungspunkt war doch, dass ich gesagt habe, dass das, was momentan in Griechenland unter Energiewende diskutiert wird, ein Modell ist, was ausländischen Investoren nützt, aber nicht den Leuten vor Ort. So, und da geht es einfach darum, wie kriege ich Strukturen vor Ort, die nachhaltig dann auch tragen und Entwicklung herstellen. Und da wollte ich Sie dann doch nochmal bei Ihrer Ehre packen als Ökonom. Da können Sie doch nicht ernsthaft sagen, wenn das komplett abgesaugt wird, ne, dass dann eine relevante Entwicklung stattfindet. Ja. Sie unterstellen mir immer Dinge, die ich gar nicht gesagt habe. Die Strukturen stimmen, da bin ich ja bei Ihnen. Ja. Wenn das solche Anreize sind, die zu vielen Investitionen führen, das ist genau wie bei uns mit der Solarbranche, die ist auch nicht mehr da. Dann haben sie auch Geld abgesaugt mit vielen Kreislaufen, ist nichts da geblieben. Das ist genau das Gleiche, darf da nicht passieren. Es muss aus der Region heraus, das ist das, was regionalökonomisch zeigt. Nur, sie werden es nicht gegen die Präferenzen der Menschen in der Region tun. Es gibt Äußerungen, das ist ja auch auf politischer Ebene diskutiert worden. Große Solarkraftwerke in Griechenland. Wissen Sie, was die Antwort war? Wir verschandeln doch nicht unsere Landschaft, damit ihr Strom bekommt. Ich meine, da kann ich sagen, ja, okay, ist so. Das soll ja für Sie selber da sein. Bitte? Ja, kann ja auch, aber über ein Sie können nicht für ein europäisches Netz sein und dann sagen, dass der Strom nicht hin und her geht. Der geht notgedrungen hin und her. Er geht im Augenblick schon hin und her. Wir verschenken Strom, zahlen noch dafür, wir kriegen Strom aus Tschechien und Frankreich. Das ist doch auch Europa. Also wenn das Netz da ist, europäisch, dann habe ich doch diesen Ausgleich. Das ist doch unabdingbar. Die Frage ist nur, ob die Energieproduktion vor Ort so stattfindet, dass Einkommen vor Ort bleibt. Das ist doch der entscheidende Punkt. Ich glaube, wir sind uns in dem Punkt relativ einig. Wir hatten allerdings, muss ich sagen, auch vor 3 Wochen circa eine große Konferenz hier im Haus, wo ich das auch bestätigt gesehen habe, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, weil da viel Unstimmigkeit innerhalb der europäischen Länder höre. Aber ich sehe, dass wir mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft auf jeden Fall noch einen Partner dafür haben, dieses Thema voranzubringen. Also das klang ja gerade sehr positiv. Ich würde ganz gerne, weil wir gleich schon zum Schluss kommen müssen, nochmal einen letzten Punkt. Wir wollen ja vor allem auch darüber reden, was auf europäischer Ebene passieren soll. Und Frau Paus hat das stark gemacht, das Thema Steuerharmonisierung, Steuerpakt. Wollen Sie da vielleicht nochmal ganz kurz was zu sagen und dann, Herr Hüther, einen Kommentar dazu? Haben Sie das noch so im Kopf, dass Sie direkt das kommentieren möchten, was Frau Paus in Ihrem Eingang sagt? Das war ja nicht so überraschend. Das kann ich mir schon merken. Also ja, man kann bei der, ich bin ein, würde sagen, bei der Unternehmensbesteuerung beispielsweise die vereinheitlichende Bemessungsgrundlage ist ein erster wichtiger Schritt, weil das auch grenzüberschreitend auch den Unternehmen natürlich Transaktionskosten erspart. Ich habe sozusagen 2 Seiten, ne, die da was von haben. Das ist ein Punkt, den man intensiv diskutieren kann. Da hat es ja auch mal schon Vorstöße Deutschland, Frankreich gegeben, sich mal in dem Bereich anzunähern, was die Körperschaftssteuer angeht. Es bleibt aber ein großes Problem, dass wir andere unterschiedliche Rechtsstrukturen bei den Unternehmen haben. Also wir haben halt hohen Teil Personengesellschaften. Das heißt, das, was immer in Deutschland sozusagen der Wunsch war, eine spezifische Unternehmenssteuer, die nur Unternehmen trifft, egal ob sie eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft sind, haben wir ja nicht. Wir haben die Körperschaftssteuer und wir haben die Besteuerung in der Einkommensteuer für die Personengesellschaften. Und das macht die Sache dann auch im internationalen Ausgleich nicht so einfach. Also das muss man einfach sehen. Aber das wäre ein Thema, das immer zu Europa gehört hat, die Frage nämlich der Bemessungsgrundlage. Ansonsten kann ich nicht feststellen, dass wir einen fortlaufenden Wettbewerb um sinkende Steuersätze haben. Es gibt eigentlich immer unterschiedliche Strukturansätze in den einzelnen Ländern. Sie haben unterschiedliche Gewichte, was die Steuerarten angeht. In der Mehrwertsteuer haben wir ja schon lange den Grenzausgleich und die entsprechenden Mindestsätze. In den Verbrauchssteuern sind wir da eher weiter. So, und bei der Einkommensteuer sehe ich über kurz oder lang gar nicht die Kraft und auch die Möglichkeit, die zu harmonisieren. Also bei der Unternehmenssteuer, ja, da glaube ich, ist einfach auch viel, liegt viel an Vereinfachungspotenzial drin, was die ganzen Berechnungen und Anrechnungsmöglichkeiten angeht. Bei der Einkommensteuer, Sie kennen die alle, und die ist in jedem Land anders, also die zu harmonisieren, also wir schaffen es ja noch nicht mal, unsere wirklich systematisch die Einkommensarten weiterzuentwickeln, da sehe ich nicht sehr viel Potenzial. Also ganz realistisch betrachtet einfach. Bemessungsgrundlage ist das eine, die Höhe der Steuersätze das andere. Also wenn ich mir angucke, Daten von Eurostat von 2000 bis 2012, Europäische Union von fast 32 auf rund 23%, der Währungsraum von 34 auf rund 26%, Deutschland von 51 auf 30%.
da kann man schon sagen, dass es insgesamt deutlich gesunken ist und dass das schon mit dem Prozess der europäischen Einigung stark zusammenhängt, oder? Aber die Frage ist, hat sich das Steueraufkommen auch entsprechend verringert? Das ist ja der entscheidend spannende Punkt. Und Europa steht ja nicht alleine. Ich meine, wir tun jetzt, wir diskutieren so, als gäbe es nur Europa und linksherum gibt es sonst nichts. Die machen nichts. Das können wir natürlich nicht ignorieren. Wenn Kapital Steueraufkommen hierher ist nicht soll, entscheidend. Um Steuerquote ist entscheidend und die ist auch gesunken. Das Steueraufkommen ist nicht entscheidend. Die Steuerquote ist wieder angestiegen. Wir sind wieder, die war, Sie haben immer Anpassungsprozesse. Wenn Sie in der Körperschaft Steuer, das ist das alte Thema, wenn Sie früher einen höheren Steuersatz hatten, dann haben Sie altbesteuertes Kapital in Unternehmen zu höheren Steuersätzen und das können die ausschütten. Und das habe ich das erste Mal, ich war damals Mitglied im Arbeitskreis Steuerschätzen, da brachen alle unsere Zahlen auseinander, als die Steuerreform 1990 wirkte, in den Büchern der Unternehmen. Da haben die nämlich das erste Mal, da wurde der Steuersatz gesenkt von 56 auf 50. Dann war das die sogenannte EK56-Auskehr. Das Eigenkapital, was mit 56, also nicht Eisernes Kreuz, und Eigenkapital, das mit 56% in den Büchern besteuert war, wurde ausgeschüttet, die bekamen die 56%, quasi, also bekamen die 6% Differenz. Und dann haben sie immer in Anpassungsphasen einen Zusammenbruch des Körperschaftssteueraufkommens. Und das erholt sich danach aber wieder. Genau das haben wir auch jetzt beobachtet. Deswegen ist die Steuerquote wieder da, wo sie im langfristigen Steuernabgabenquote, im langfristigen Vergleich ist. Also die deutsche Steuerquote ist schon im internationalen Vergleich sehr gering. Steuern und Sozialabgaben zusammennehmen, weil das kommunizierende Röhren ist. Es gibt Länder, die keine Sozialabgaben haben, wie Dänemark, die ihr Sozialsystem besteuern, finanzieren. Da können Sie ja nicht die Steuerquote von Dänemark mit unserer vergleichen, wenn die einen Teil damit zur Finanzierung des Sozialsystems nutzen, was wir mit Sozialabgaben machen. Da sind wir uns da wohl einig. Ne? Also ich sehe, in dem Punkt werden wir uns sicher nicht mehr einig jetzt werden. Herr Hüther verweist mal auf die langen Dauern. Wir haben ganz kurz noch Zeit, weil Herr Hüther leider gleich schon weg muss, für Fragen von Ihnen aus dem Publikum. Gibt es Fragen, sonst diskutieren wir hier noch 3 Minuten weiter, das können wir auch machen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wenn man also die Schulden vergemeinschaftet. Ja. Verstehen Sie mich? Ja. In Europa. Gibt es. Dass dadurch ein Vorteil entsteht. Können Sie ein Mikro nehmen? Das war mein Namensschild. Sonst das. Genau. Also jeder Deutsche ist etwa mit 7.000 Euro verschuldet im Durchschnitt. Wenn wir das alles in einen Topf reinwerfen, dann bezahlen wir das gemeinsam zurück. Ich frage mich, welcher Vorteil entsteht daraus? Sehr konkrete Frage, konkrete Antworten. Diese Idee, genau. Die Idee des Altschuldentilgungsfonds heißt nicht, alle Schulden zusammenzuschmeißen, sondern nur die, die abgebaut werden müssen, damit wir wieder alle gemeinsam die Regeln, die gelten in der Europäischen Union, einhalten. So, es gibt eben die Verständigung, die Währungsunion hat Regeln und danach ist es eben so, man soll nur einen Gesamtschuldenstand von 60% haben und jährlich soll man diese 3% nicht überstreiten als staatliches Defizit. So, derzeit ist es aber so, ich bin nicht ganz fit, ich glaube 3 Länder liegen bei diesen unterhalb der 60%. Alle anderen Länder der europäischen, der Eurozone liegen über diesen 60%. Also alle reißen diese Regel. Und die Frage ist eben, wie kommen wir wieder dahin, dass Regeln auch eingehalten werden? So. Und da sehen wir eben, dass Deutschland mit 80% um 20% über diesen 60% liegt und Italien 120% Schuldenstand hat. So, und dann hat man eine ungefähre Vorstellung, dass das nicht so einfach ist, das abzubauen. So. Deutschland hat momentan nicht so viele Schwierigkeiten, weil wir momentan auch aufgrund der Eurokrise sehr wenig Geld zahlen müssen, um uns zu verschulden. Wegen der Eurokrise ist die Bundesanleihe wieder sehr attraktiv geworden. Das haben Sie vielleicht auch in der Zeitung mitbekommen. Ne? Teilweise unter 1% muss Deutschland zurzeit an Zinsen zahlen für seine Schulden. So, deswegen hat Deutschland momentan nicht so ein Problem, von den 80 runterzukommen auf die 60%. Für die südeuropäischen Länder sieht das eben zurzeit anders aus. Auch wenn es nicht mehr ganz so schlimm ist bei diesen 7-8%, die zwischendurch mal bei den Zwischenhochzeiten der Krise relevant waren, ist es trotzdem noch so, dass sie eben höhere Zinsen zahlen müssen. Und dass es deswegen für sie noch mal wieder schwieriger ist, diese Schulden abzubauen. Und deswegen geht es eben, und das hat dann eben auch Rückwirkungen, nicht nur für den Staatsanleihen, sondern auch eben für die Realwirtschaft, hatte ich ja eben gesagt, die haben dann eben auch diese hohen Zinsen und sind auch dauerhaft damit belastet. Zurzeit funktioniert der innereuropäische Geldmarkt nicht, das hat ja auch Herr Hüther nochmal bestätigt. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder hin, dass funktioniert, dass wir die Regeln einhalten, dass wir auch wieder einen funktionierenden Geldmarkt haben. Und deswegen sollen diese Altschulden, die über den 60% liegen, die sollen zusammengetan werden. Da ist aber nicht dann gemeinsame Haftung automatisch, sondern jedes Land macht dann individuell einen Vertrag, muss individuell nachweisen, wie es
denn in welcher Zeitspanne über 10, 20 Jahre diese Schulden abbezahlen will, muss auch konkret angeben, mit welcher Steuereinnahme sie diese Schulden abbauen will. Und unter diesen Voraussetzungen gibt es dann einen Fonds, der die Schulden, die eben existieren, bis sie eben komplett abgebaut werden, über diese 10, 20 Jahre dann durch Schuldtitel, also Anleihen, refinanziert. Das ist die Idee. Und dann zahlt eben Deutschland für diesen Anteil etwas mehr Zinsen und die anderen europäischen Länder zahlen für ihren Anteil aber weniger Zinsen und haben es deswegen leichter, ihre höheren Schulden abzubauen. Vielen Dank. Herr Hüther, wollten Sie was da hinzufügen? Sie nehmen das Mikro in die Hand. Ich glaube, Sie wollten eher kommentieren den Vorschlag als die Erklärung, vermute ich. Ich bin kein Freund dieses Schuldentilgungsfonds, weil er nicht die richtigen Anreize setzt und weil er auch nicht politikzeitkonsistent ist. Also so agiert Politik nicht, dass sie einmal das wegräumt und sich dann wieder ordentlich aufstellt. Also ihr Argument ist, man muss Regeln einhalten, aber da machen wir erstmal einen Regelverstoß, weil das Ding gibt es so nicht. Und es wäre in diesem Zusammenhang auch eine Gemeinschaftshaftung, sonst kriegen Sie nämlich den Zinsniveau-Effekt nicht hin. Also insofern haben Sie dann am Ende eine Vergemeinschaftung und eine Auflösung der individuellen Haftung. Und was wir ja gesehen haben, was ich ja hochspannend finde, von Mitte 2011 bis Mitte 2012 hatten wir die extremen Ausschläge bei den Zinsniveaus Spanien, Italien, wo die auch darauf reagieren, wo sie sagen, damit kommen wir nicht zurecht. Das hat sich im Herbst letzten Jahres aus mehreren Gründen geändert. Draghi-Rede in London, OMT-Programm, also die prinzipielle Bereitschaft, Staatsanleihen aufzukaufen, wenn da ein Programmland, Verfassungsgerichtsurteil. Ohne Limit. Ja, aber konditioniert. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Insofern, Draghi hat ja bisher noch keine gekauft. Das war Geldpolitik, Wirkung durch Reden ohne Handeln. Und hat ja auch den Effekt erzielt. Aber diese Zinsniveaus haben auch einen Anreizeffekt. Das darf man nicht verkennen. Und wir machen dann wieder eine Zinsnivellierung ex post, die ja auch nach vorne hin dann irgendwo nachwirkt. Und Sie werden die Liquiditätskreisläufe und den zusammengebrochenen Interbankenmarkt völlig d'accord, das ist das Problem, dadurch nicht beheben, sondern nur durch die Sanierung der Bankbilanzen. Und das ist ein Thema der Eigenkapitalausstattung der Banken. Und mein Vorschlag ist ein anderer, ich würde eine europäische Bad Bank organisieren. Ich würde aus den Banken den Unrat herausnehmen in eine europäische Bad Bank, diese europäische Bad Bank mit einer Garantie des ESM ausstatten, sodass ich günstig refinanzieren kann, um das in eine ganz lange Frist, das ist ja der große Vorteil einer Bad Bank, und dann den Banken die Handlungsfähigkeit für ihre Finanzierungsfunktionen wieder zu geben. Dann bin ich genau an dem Problem, nämlich wirksam und handle dort, worum es geht, nämlich dass die Finanzierungen für Unternehmen wieder zu normalen Konditionen stattfinden. Und das ist von dem Schuldentilgungsfonds, das ist eine vage Hoffnung, aber mehr als ein Hoffnungswert ist es nicht und die Fehlanreize sind dramatisch. Und die Bad Bank würde dann welches Volumen umfassen? Weil das wäre dann ja auch eine gemeinschaftlich zu haftende Angelegenheit, diese Bad Bank. Nein, die Haftung wäre nur über die Refinanzierungsgarantie für diese Bad Bank. Wir haben das Beispiel gerade in Deutschland bei der WestLB, die abgewickelt wurde. Und die 170 Milliarden Bad Assets sind an die erste Abwicklungsanstalt überführt worden. Dafür hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Garantie gegeben, damit die sich günstig refinanzieren kann, um den normalen, also sozusagen ihre Abwicklung über, das ist ja unbefristet, ne, zu besten Marktbedingungen organisieren kann. Denn die brauchen ja kein Eigenkapital, die ist ja keine Bank, sondern als Bad Bank ist eine ökonomisch gesehen Nichtbank. Und die Haftung liegt in der Tat in der Refinanzierung, im Moment nicht in dem Betrag, sondern der Refinanzierungsgarantie. Aber die Assets sind ja schon in ihrer Werthaltigkeit zweifelhaft. Das heißt, die belasten im Augenblick die Banken. Sie behindern die Funktionsfähigkeit des Interbankenmarktes und sie behindern die zielorientierte Finanzierung des Unternehmenssektors. Deswegen würde ich dort ansetzen. Das ist sehr viel spezifischer, sehr viel überschaubarer und am Ende auch wieder mit den Ergebnissen zu. Und wir werden auch manches wird auch realisiert, wird wieder zu Erträgen führen. Das zeigen auch Verwertungen, die man aus anderen Dimensionen, aus anderen Gesellschaften und anderen Zeiten kennt. Wir kommen wieder zum Thema der Finanzmarktregulierung. Ich glaube, wir können noch eine letzte Frage nehmen. Hier vorne. Können Sie trotzdem das Mikro nehmen? Ich wollte noch eben fragen, nach welchen Kriterien Sie Parameter aussuchen für einen Diskussionsabend wie den heutigen und einen Begriff wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben die Spitzensteuersätze gehört und wir haben die Arbeitslosigkeit gehört. Können so andersartige Modelle spielen, die überhaupt so in den Überlegungen sonst eine Rolle und war es ein Zufall, dass wir es heute Abend nicht gehört haben oder spielen die einfach nach wie vor keine Rolle? Wie eine solche Idee? An wen geht die Frage jetzt? Ans Podium. Aber die Blicke sehen, ich weiß nicht, wurde ich nicht verstanden oder ist die Frage so unseriös?
Nee, die Frage ist gar nicht unsere. Die Frage geht ja so ein bisschen an mich, weil ich ja auch durchaus die Parameter gesetzt habe für die heutige Diskussion. Ja, wir versuchen in dieser Reihe immer ganz spezielle Ausschnitte der Eurokrise und deren Behandlung zu behandeln. Das war heute Abend nicht Thema. Das könnte natürlich in generell, wenn man über Wirtschaftspolitik spricht, durchaus ein Thema sein. War es heute Abend nicht. Ich sehe, dass Herr Hüter jetzt wirklich los muss, weil er noch einen weiteren Termin hat und Frau Paus gleich auch. Deshalb muss ich das an dieser Stelle leider beenden. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Wollten Sie noch was dazu sagen zu dem Grundeinkommen? Ja. Also es ist nicht, die Frage ist ja, hilft es uns, das wäre ja Ihr Punkt, hilft es uns in der europäischen Situation? Und also ich, sozusagen gerade bezogen auf eine freiheitliche Ordnung, habe ich Schwierigkeiten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich kann mir viel vorstellen mit Bürgergeldmodellen und Ähnlichen, aber bedingungsloses Grundeinkommen ist etwas, wo ich nicht die passende Anreizstruktur sehe. Und abgesehen davon, was würde es uns helfen, jetzt in der gegebenen Situation? Die eigentliche Aufgabe, da sind wir uns ja einig, sind darin, wettbewerbsfähige Unternehmensstrukturen vor Ort, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze vor Ort, um dann nachhaltig wieder Einkommen zu organisieren, dass es funktionieren kann. Immer dort, wo an den Angebotsbedingungen der Volkswirtschaft gearbeitet wird, das ist historisch nur mal beobachtbar. Also das wäre der Antwort. Deswegen war von meiner Seite auch nicht unabhängig vom Moderatoren einladen das Argument eingeführt. Ich muss jetzt wirklich unhöflich sein, weil ich muss um 9 zwei Ecken weiter sein. Darf ich trotzdem auch noch kurz dazu gehen? Vielleicht genau, ja. Dann verabschieden wir Herrn Hüter schon mal. Wie gesagt, Dankeschön, Herr Hüter. Herr Hüter. Und Frau Paus, dann bitte noch zu der Frage. Ja, also es war eine Ankündigung ja auch sozusagen nicht nur Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch das Thema Soziales noch mit erwähnt. Ich hätte auch gern noch mehr dazu gesagt, aber es war sozusagen jetzt, Wettbewerbsfähigkeit stand im Vordergrund, also habe ich mich auch daran gehalten. Wir diskutieren sehr wohl und dazu hätte ich auch noch was sagen können, nicht das bedingungslose Grundeinkommen in der ganz sozusagen reinsten, sauberen Form, aber in der aktuellen Krise erleben wir ja, dass es Probleme gibt der mindestsozialen Sicherungen, weil es eben zum Beispiel in Italien und zum Beispiel in Griechenland das Mindestsicherungsnetz überhaupt nicht gibt. Da gibt es zwar eine Arbeitslosenversicherung, aber es gibt eben diesen Ländern nicht das, ne, sozusagen die Sozialhilfe oder ein sonst Grundsicherungsnetz ist da nicht vorhanden, sondern wenn man sozusagen aus der Arbeitslosenversicherung rausfällt, dann ist man auf die Familie angewiesen oder kann in den Wald gehen oder auf den Bauernhof. Das ist sozusagen die Situation. Deswegen gibt es auch, und nicht deswegen, aber es gibt unter anderem auf der europäischen Ebene von der Kommission einen Vorschlag für eine sogenannte Mindesteinkommensrichtlinie, die eine Existenzsicherung, eine Grundsicherung europaweit herstellen soll. Das wollen wir sehr wohl befördern. Inwieweit das dann weitere Stufen sein kann für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wären dann die nächsten Schritte. Ja, ist schon klar. Aber Kaufkraft. Genau. Da geht es aber kann ich auch noch viel zu sagen, darf ich jetzt nicht. Da geht es ja also insgesamt darum, inwieweit man rausgeht aus den nationalen Budgets und insgesamt dazu kommt, auch größere Summen an Transfers zu organisieren, weil dann, wenn es um das Thema Kaufkraft geht, dann geht es ja tatsächlich darum, entsprechend der Krise dann jeweils auch Geld zu transferieren. Da geht es auch um ein Thema größeres europäisches Budget, um solche Fragen. Das EU-Budget macht momentan 1% des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union aus. Normale Währungsunionen haben mindestens ein gemeinsames Budget von 20-30%. Und das wäre schon eine Voraussetzung dann auch für eine entsprechende Einrichtung eines Grundeinkommens europaweit. Vielen Dank auf jeden Fall für die Anregung. Wir nehmen das gerne auf. Die Reihe geht ja auch noch weiter. Also wir haben durchaus noch Veranstaltungen geplant. Am 4. Juni, das wollte ich schon mal ankündigen, gibt es eine weitere jenseits der Krise-Veranstaltung. Da wird es wieder nicht um Grundeinkommen gehen. Da geht es um die Reform der Finanzmärkte. Das Thema, das Sie beide heute Abend immer schon diskutieren wollten. Dann wird der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes hier sein und ein weiterer Abgeordneter der Grünen. Da sind Sie wieder herzlich zu eingeladen. Wie gesagt, gerne nach der Sommerpause auch das Thema Sozialpolitik dann mal expliziter in Europa. Das war die eine Ankündigung. Die andere Ankündigung, ich glaube, unten gibt es noch Brezen und ein Glas Wein, wenn ich richtig informiert bin. Bleiben Sie gerne noch einen Moment da. Und dann Dankeschön für Ihr Kommen und für Ihr Interesse.